ein Corona-Risikogebiet. Deswegen konnte sie auch nicht herkommen. Sie ist ungarn-deutscher Abstammung, wurde 1975 in Budapest geboren, wo sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt. Okay. Sie studierte Germanistik an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest und promovierte anschließend an der dortigen deutschsprachigen Andrássy Gyula-Universität. Wissenschaftlich befasste sie sich mit der Geschichte der Deutschen in Ungarn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Seit 2011 leitet sie das Jakob-Leier-Heimatmuseum, das unter den besten sechs Museen des Landes rangiert und ist ungarndeutsche Abgeordnete in der deutschen Selbstverwaltung in Budapest. Außerdem gehört sie seit 2014 dem Vorstand der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen an und ist seit 2019 Mitglied des Stiftungsrates der Deutschen Schule Budapest. Für ihren Vortrag hat sie im historischen Archiv der ungarischen Staatssicherheitsdienste in Budapest nach den Hauptmerkmalen der Politik der deutschen und ungarischen Behörden gegenüber den Ungarndeutschen geforscht. Sie fragte nach deren Schicksal zwischen 1920 und 1945 und nach ihrem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Antworten auf diese Fragen versucht sie durch die Analyse von Fallstudien zu geben. Frau Dr. Frank, Geithers Frank, ich bitte um Ihren Vortrag. Danke. Ja, grüß Gott, vielen herzlichen Dank, Herr Tappert, für die Einführung und vielen Dank auch für die Einladung zu dieser Konferenz. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich dann ganz kurz dann, eine sehr gute Nachricht mit Ihnen mitteilen. Also Sie haben, lieber Herr Tappert, über unser Museum gesprochen und seit Freitag wissen wir, dass unser Jakob-Leier-Heimatmuseum den Preis Museum des Jahres 2020 bekommen hat. Also wir freuen uns sehr darüber, weil das bedeutet, dass ein ungarndeutsches Museum so einen wichtigen Preis erhalten hat, das ein Museum noch nie bekommen hat. Also wir freuen uns sehr darüber. Und vielen Dank auch für die Einladung. Hiermit möchte ich meinen Vortrag mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation Ihnen zeigen. Also wenn ich Entschuldigung, dafür brauchten wir die Rechte, um das Präsentation mitteilen zu können. Also zurzeit können wir das nicht mitteilen. ja, PowerPoint-Präsentation. Könnte jemand bitte das umstellen? Herr Kohlhäuser müsste das machen. Jawohl. Das muss doch der Herr Kronholz machen. Ja, eigentlich schon. Okay, super. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, super. Ja, also vielen herzlichen Dank. Natürlich muss man sich den Umständen mal anpassen. Also durch diese PowerPoint-Präsentation kann ich Ihnen meine Forschungsarbeit zeigen mit dem Titel Ungarndeutsche gegen den Nationalsozialismus in den Akten der ungarischen Staatssicherheitsdienste. Auf diesem ersten Slide sehen Sie auch ein Foto von dem Buch. Also meine Forschungsarbeit habe ich in einem Buch in ungarischer Sprache zusammengefasst. Darin gibt es auch eine deutsche Zusammenfassung, mehr als 60 Seiten lang. Das war für mich sehr wichtig, weil
wie Sie auch, Herr Teppert, vielen Dank, erzählt haben. Also ich besuchte die deutschsprachige Andreas-Universität, die Doktorschule an dieser Universität. Und dort habe ich meine Dissertation in deutscher Sprache geschrieben, zusammengefasst. Und für mich war es sehr wichtig, dass nicht nur wir Ungarn-Deutsche, sondern auch die ungarischen Personen, die sich für die Geschichte interessieren, über das Schicksal und über die Diskriminierung der Ungarn-Deutschen erfahren. Und so entstand dann dieses Buch, auch in ungarischer Sprache, mit dem Titel Megfigyelve in Ungarisch, in Deutsch heißt das Überwacht. Also zum Einstieg dann dieses Buch. Mein Forschungsthema ist die deutsche Minderheit in Ost- und Mitteleuropa im 20. Jahrhundert und vor allem die der Nachkriegszeit gegenüber der deutschen Volksgruppe geführte Politik, die ich durch die Dokumentenbestände im historischen Archiv der ehemaligen Staatssicherheitsdienste erforschte. Unten sehen Sie auch einen Link, dort können Sie auch meine Dissertation in deutscher Sprache dann finden und lesen an der Andrássy-Universität. Zu meinem Vortrag möchte ich Ihnen auch eine Art kleine Bildergalerie zeigen mit verschiedenen Fotos aus diesen Jahren, Jahrzehnten, worüber ich jetzt erzählen möchte, damit Sie auch uns, die Ungarn-Deutschen, und auch diese Zeiten besser kennenlernen können. Auf dem ersten Foto sehen Sie zwei hübsche, junge Ungarn-Deutsche Mädchen. An der rechten Seite ist meine Urgroßmutti Maria Michelberger aus Budaörsch. Also das Foto gehört der Familie Frank. Denn ich bin väterlicherseits aus Budaörsch, also väterlicherseits budaörscher Abstammung, mütterlicherseits Soroksarer Abstammung. Also von beiden Seiten her habe ich ungarn-deutsche Wurzeln. Und auch deshalb war für mich dieses Thema von großer Bedeutung, weil dann habe ich auch in der Familie sehr oft vom Schicksal der Ungarn-Deutschen gehört. Zum Vortrag. In meinem Vortrag möchte ich im ersten Teil die Fragen und Dilemmas der Ungarn-Deutschen nach Trianon erzählen. Also Trianon, der Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg, war für Ungarn Teil der traurigsten Geschichten des Landes, denn zwei Drittel des Gebietes, also des Landes, hat Ungarn verloren. Also deshalb ist es nicht für Ungarn, sondern auch für die Ungarn-Deutschen von großer Bedeutung. Im zweiten Teil des Vortrages möchte ich dann über die Akten der ungarischen Staatssicherheitsdienste berichten, vor allem über Ungarn-Deutsche, die gegen den Nationalsozialismus waren. Und dann im dritten Teil möchte ich über die wissenschaftlich neuen Erkenntnisse erzählen, die ich durch diese Arbeit, durch die Forschungsarbeit gewonnen habe. Und Sie sehen hier auch gleich zwei schöne alte Fotos. An der linken Seite aus dem Jahre 1940 aus Budaörsch, der berühmte Blumenteppich zu Fronleichnam. Wie Sie sehen, das ganze Dorf entlang gab es so wunderschönen Blumenteppich. Seitdem gibt es also auch zu Fronleichnam Blumenteppich, aber heutzutage nur um die Kirche herum, also nicht mehr das ganze Dorf entlang. Und das linke Foto, das ist eine Ansichtskarte aus Budaörsch aus den 30er Jahren. Und das zeigt, dass Budaörsch wirklich ein ungarn-deutscher, schwäbisches Dorf war, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Nachher wurde leider nach dem Zweiten Weltkrieg 80% der Ungarn-Deutschen aus diesem Dorf vertrieben. Ja, und die beiden Fotos gehören dem Jakob-Leier-Heimatmuseum. Ja, in der Einführung möchte ich Ihnen nur ganz kurz die deutsche Volksgruppe in Ungarn vorstellen. Also die deutschen Volksgruppen lebten lange Zeit harmonisch mit dem Ungarntum zusammen und ihre Liebe zum ungarischen Vaterland war allgemein bekannt. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts traten jedoch das erste Mal Störungen auf und die politischen Auffassungen der ungarischen Nation begünstigten dann die Modernisierung. Also die Modernisierungstendenzen. Jakob Leier, der ungarn-deutsche Jakob Leier, wurde während der Regierung, der Friedrich-Regierung 1919 zum Nationalitätenminister gewählt und wollte eine Art kulturelle Autonomie für das Ungarn-Deutschtum. Aber die nationalitätenfeindliche Kräfte stürzten ihn schon im Dezember 1920. Also leider war Herr Leier nur für kurze Zeit Nationalitätenminister.
Dann mit der Übergabe Burgenlands und der Lüneburger Volksabstimmung wurden dann nach Trianon die territorialen Umstrukturierungen 1921 abgeschlossen. Und unter diesen Umständen war mit der Assimilation der deutschen Minderheit auch leider zu rechnen. Also begann die Assimilation dieser Minderheit. Und Sie sehen hier auch ein schönes Foto aus der Sammlung von Andreas Ritter. Andreas Ritter war auch ein Vertriebener oder ist ein Vertriebener Budapester und hat uns dem Museum eine wirklich wertvolle, schöne Sammlung alter Fotos gegeben. Auch eigene Fotos, aber auch Fotos von Dr. Rudolf Hartmann. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir Ihnen auch solche Fotos von Budapest zeigen können. Ja, und wie schon erwähnt, im ersten Teil meines Vortrages möchte ich über die Fragen und Dilemmas der Ungarn-Deutschen nach Trianon, also nach diesem Friedensvertrag, erzählen. Denn die Ungarn-Deutschen, die waren in einer Zwickmühle nach 1920 und es war für sie beinahe unmöglich, in diesen Jahren die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die erste Frage war, also nach 1920, die Identität, die Frage der Identität. Denn in der Revisionspolitik wurden die Ungarn-Deutschen politisch instrumentalisiert. Also für sie war wirklich ganz schwierig, die Frage zu beantworten, bin ich Ungar, bin ich Deutsch, bin ich Deutsch-Ungar? Und wie Sie auf diesem Foto auch sehen, das ist auch aus Budaörs, aus dem Jahre 1940, wieder den Blumenteppich. Und auf diesem Blumenteppich in der Mitte sehen Sie Großungarn, also vor Trianon, Großungarn. Und in ungarischer Sprache liest man Vissza, das bedeutet zurück. Also das heißt, dass sich auch die Ungarn-Deutschen für Ungarn da waren, also kämpften für Ungarn und waren oder hatten ganz starke heimatliche Bindungen zu Ungarn und zum ungarischen Volk. Und in diesen Zeiten war das für sie wirklich ganz schwierig, diese Frage richtig zu beantworten, welche Identität sie haben. Nach dem Tod von Jakob Bleier 1933 kam die nächste Frage, welchen Kurs sollten dann die Ungarn-Deutschen wählen? Den liberalen Kurs von Bleier, also Deutsch-Ungar, kulturelle Autonomie für das Ungarn-Deutschtum oder eher den nationalsozialistischen Kurs, ab 1938, also den Volksbund der Deutschen in Ungarn, das schon eigentlich ganz eindeutig eine politische Richtung war. Und hier muss ich auch die Rolle der sogenannten Wandervögel erwähnen. Ab 1933 besuchten aus Deutschland die sogenannten Wandervögel, also Personen aus Deutschland, die ungarn-deutsche Dörfer, Gemeinden aufgesucht haben und die Ideologie der Nationalsozialisten verbreiteten. Ich habe in meinen Recherchen davon auch gelesen, dass in Budapest bei den ersten Bastionsspielen auch schon solche Personen da waren, die auch diese Ideologie verbreiten wollten oder versuchten. Also die Frage, welchen Kurs sollen dann die Ungarn-Deutschen wählen? Dann 1938, als der Volksbund der Deutschen in Ungarn gegründet wurde, noch eine Frage für die Ungarn-Deutschen, also wurde wieder eine Frage für sie aufgestellt, also Glaube oder Volksbund. Denn die Mehrheit der Ungarn-Deutschen waren religiös, waren römisch-katholisch und die Beziehung der Kirche zu Volksbund war nicht ohne Probleme. Und die Priester, die durften auch nicht in den Volksbund eintreten. Und ein Brief vom geistlichen Charedi an Bischof Schwoi im Oktober 1940 zeigt eindeutig dieses Problem, also diese Probleme zwischen Volksbund und der Kirche. Wenn Sie mir erlauben, dann lese ich das vor. Also der Volksbund ist nicht Societa Necessaria, in den alle Ungarn-Deutsche eintreten müssen, sondern Societa Voluntaria, in den nur die Ungarn-Deutschen eintreten sollen, die dessen Politik für richtig halten. Zitat Ende. Also die Ungarn-Deutschen waren wieder in einer Zwickmühle. Wem sollten sie glauben? Also der Kirche oder dem Volksbund? Also wirklich ganz schwierig. Dann die weiteren Fragen und Dilemmas für die Ungarn-Deutschen in diesen Jahrzehnten nach 1920.
Nach der Rede Hitlers am 6. Oktober 1939 über das Programm Heim ins Reich kam oder tauchte die Frage der Umsiedlung auf bei den Ungarndeutschen. Ich erwähnt habe, die Ungarndeutschen, die hatten sehr starke heimatliche Bindungen und für sie war das wirklich ganz schwierig, dann sich darüber nur schon Gedanken zu machen, aus Ungarn ausgesiedelt oder umgesiedelt zu werden. Und die Mehrheit hatte Angst vor der Umsiedlung und nur die Personen, die unter ärmeren Verhältnissen gelebt haben, die konnte man vielleicht überreden, aber die Mehrheit der Ungarndeutschen wollte nicht umgesiedelt werden. 1941 kam die Volkszählung und die Ungarndeutschen wurden wieder von einer großen Frage gestellt. Also während der Volkszählung, welche Nationalität haben Sie, welche Sprache sprechen Sie? Also wie sollen Sie auf diese Fragen während der Volkszählung Antwort geben? Denn die hatten sehr starke Bindungen zu Ungarn, aber zu Hause haben sie Deutsch gesprochen, haben sie ihre deutsche Kultur gepflegt. Also es war ganz schwierig für sie. Und dann im Nachhinein, wir wissen leider, dass auch bei der Vertreibung dann diese Liste, diese Volkszählungsliste eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Im Jahre 1942 wurde die sogenannte Treue-Bewegung gegründet. In ungarischer Sprache sagte man Hűségele Hazáért, also Treue zum Ungarntum, zum Land Ungarn. Und diese Treue-Bewegung verlangte ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Magyarentum, also eine Art Magyarisierung, und das führte oder würde zu Assimilation führen. Also das war wieder eine schwierige Frage für das Ungarndeutschtum, wem sie jetzt also treu sein sollten. Und wenn Sie mir erlauben, zitiere ich zu dieser Treuebewegung einen von mir sehr, sehr hochgeschätzten Zeitzeugen, Georg Richter, was er über die Treuebewegung geschrieben hat. Also ich zitiere ihn. Die Mehrheit der Ungarndeutschen wollten einfach deutsch bleiben, wie ihre Vorfahren, sonst nichts. Deshalb kam für sie die Treuebewegung mit der Folge der Namenmajorisierung nicht in Frage. Zitat Ende. Also Majorisierung bedeutet Assimilation. Das wollte die Mehrheit der Ungarndeutschen nicht. Und dann die Jahre 1942 und 1943, also aufgrund der Vereinbarung der ungarischen und deutschen Regierungen, wurde mit Hilfe des Volksbundes, wurden dann die Rekrutierungen durchgeführt. Da konnte man sich noch freiwillig melden, sowohl im Jahre 1942 als im Jahre 1943. Aber diejenigen, die sich freiwillig gemeldet hatten, die haben damit auch ihre ungarische Staatsbürgerschaft verloren. Also das war wirklich ganz schwierig wieder für die ungarndeutschen Männer, was wird dann mit den Familien sein und wer sind sie eigentlich, also Deutsche oder Ungar oder Ungarndeutsche oder Volksdeutsche, Reichsdeutsche, wie sollen sie sich auf diese Rekrutierungen reagieren? Und im Jahre 1944 können wir schon nur über Zwangsrekrutierungen sprechen. Also hier gibt es keine Fragen mehr, denn da mussten sie rekrutiert werden. Also da konnten sie sich nicht mehr darüber entscheiden, wie sie dann ihre Zukunft sich dann vorstellen. Und hier möchte ich wieder Herrn Georg Richter zitieren, nur einen kurzen Satz, aber ganz richtig, glaube ich, bei den Zwangsrekrutierungen. Also ich zitiere ihn. Schwaben wurden der SS nach der deutschen Besetzung Ungarns ausgeliefert. Das war leider das größte Problem, dass 1944 die Ungarndeutschen sich darüber nicht mehr entscheiden konnten. Und das führte dann zu weiteren Problemen. Und als Beispiel über diese Probleme bei den Rekrutierungen möchte ich Ihnen jetzt aus einem Roman zitieren. In Klammern nach dem Zitat lesen Sie, oder können Sie lesen, also der Roman Die schwarze Flucht von Albert M. Maurer.
Und unter diesem Link können Sie dann auch weiter über den Roman lesen. Ich würde gerne dann den hinteren Teil des Buches hier zitieren. Das können Sie auch auf dem Slide sehen. Das beschauliche Leben der donauschwäbischen Bauern Johann und Elisabeth Helfrich und ihrer kleinen Tochter Paula findet im April 1941 ein jähes Ende. Hitler-Deutschland überfährt zusammen mit Ungarn Jugoslawien. Johann erhält sowohl von den Deutschen als auch von den Ungarn Einberufungsbefehle. Zitat Ende. Beim Lesen des Romans spürt man schon bei der Musterung, wie schwierig es dann für diese Generation, für den Vater, für Johannes war, diese einfache Frage zu beantworten. Wer bin ich? Ungar oder Deutsch? Oder Volksdeutsch? Oder Reichsdeutsch? Oder hier in diesem Fall Jugoslawe? Also großes Fragezeichen. Die Antwort darauf, den Titel können Sie lesen, ein Teufelskreis, dem ein einfacher Mann nicht entkommen kann, fasst der Autor dieses Dilemma meiner Meinung nach ausgezeichnet zusammen. Also nochmal ein Teufelskreis, dem ein einfacher Mann nicht entkommen kann. Denn es war wirklich ganz schwierig für diese Generation. Sie waren Donauschwaben, lebten in Ungarn, kämpften für Ungarn, dann organisierte der Volksbund für sie die Rekrutierungen. Und laut Gesetz Artikel 2 aus dem Jahre 1939 waren sie auch die Ungarn-Deutschen in Ungarn wehrpflichtig. Also auch wenn man politisch nicht tätig ist, wird es einem recht schwer, den richtigen Weg zu gehen. Also entweder zu Homewehr als Soldat oder dann bei den Rekrutierungen später als SS-Soldat zu kämpfen. Zusammengefasst zu diesem ersten Teil des Vortrages, also über diese Fragen und Probleme der Ungarn-Deutschen, die Antwort ist leider sehr traurig, können Sie hier auch lesen. Also nach Trianon, nach 1920, nach einer 25-jährigen Zwickmühle, wurden die Ungarn-Deutschen kollektiv bestraft und aufgrund der Verordnung im Dezember 1945 ist die Hälfte der Ungarn-Deutschen aus dem Land vertrieben. Wie Sie wissen, am 19. Januar 1946 begann der erste Vertreibungszug aus Budaörs, vom Budaörscher Bahnhof Richtung Deutschland. Also 220.000, 250.000 Ungarn-Deutsche sind vertrieben worden. Und Ein lustiges oder noch schönes Foto zu dieser traurigen Geschichte von unserem Jakob-Bleier-Heimatmuseum. Als noch alles so schön war in den 20er, 30er Jahren, sehen Sie, also als die Budörsche Musik spielen und die kleinen Buben da zuschauen. Und ich möchte ein bisschen noch zurück, noch ein schönes Foto, das ich Ihnen nicht gezeigt habe. Also dieses Foto ist auch von unserem Jakob-Bleier-Heimatmuseum. Da sehen Sie zwei Frauen, die in dem sogenannten Hutschapingel, in Budör sagt man Hutschapingel, in diesen Tüchern entweder das Kind oder Obst oder Gemüse getragen haben. Es ist auch ein schönes Bild und zeigt auch, wie schön das Leben in Budör und auch in diesen ungarn-deutschen Dörfern war und wie schwierig das für diese Personen war in diesen 20, 25 Jahren wegen der Politik die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil meines Vortrages zu den Ungarn-Deutschen in den Akten, die ich in den Akten der ungarischen Staatssicherheitsdienste gefunden habe. Zum Einstieg möchte ich nur ganz kurz über diese Dossiers, Akten erzählen, damit wir alle wissen, was für Verkürzungen wir dort finden. Also im historischen Archiv der Staatssicherheitsdienste in ungarischer Sprache ist die Verkürzung ABTL, findet man und fand ich auch Dossiers des Agentennetzes, die waren die sogenannten B- und M-Dossiers, dann operative Dossiers, die waren die sogenannten B- und O-Dossiers und sehr viele Untersuchungsdossiers, die waren die V-Dossiers, in ungarischer Sprache Vizsgálati Dossier und natürlich viele Dossiers mit Statistiken, zusammenfassenden Meldungen,
Hintergrundinformationen, die waren mehrheitlich die sogenannten A-Dossiers. Die waren meistens größere Dossiers, 300, 400, 500 Seiten waren diese. Und warum die ungarn-deutschen Akten kundig geworden sind, also warum sie von den Staatssicherheitsdiensten verhört oder aktenkundig geworden sind. Dazu wichtige Informationen möchte ich Ihnen mitteilen und erzählen. In diesem Dossier A2125 fand ich mehr als 300 Seiten lang sehr viele Hintergrundinformationen bezüglich der deutschen Minderheit in Ungarn. Und dazu gehörten in den ersten 100 Seiten sehr viele Angaben, Verträge bezüglich des Volksbundes, dann viele statistische Angaben über die deutsche Minderheit, vor allem aufgrund der Volkszählung aus dem Jahre 1941 und Organisationen der Ungarndeutschen im Jahre 1940. Meinen Vortrag habe ich auch schriftlich zusammengefasst und da kann man ganz detailliert all über diese statistischen Angaben und Organisationen lesen. Dazu ein sehr schönes, lustiges Foto, wieder aus Budaörs, Marienmädel in Budaörs auf der Hauptstraße. Die laufen Richtung Kirche und das Foto haben wir aus dem Ethnographischen Museum bekommen, aber benutzen wir auch sehr oft. Ich liebe dieses Foto, das finde ich sehr schön. Und in dem gleichen Dossier habe ich auch Angaben des Innenministeriums zur Rekrutierung der Ungarndeutschen gefunden. Und diese Statistiken zeigen mir auch, dass die Mehrheit der Ungarndeutschen nicht freiwillig zur Waffen-SS beigetreten ist. Sie behielten eine Art Distanz zur Politik der Nationalsozialisten und wehrten sich gegen die Rekrutierungen. Grund ist dafür vor allem, worüber ich schon erzählt habe, also die Ungarndeutschen, die hätten die stärksten Bindungen an Heimatraum und an das ungarische Volk, auch das Dorf und ihre Heimat war sehr, sehr wichtig für sie. Und das war auch der Grund dafür, warum sie sich nicht rekrutieren wollten. Das Foto, Blumenteppich und unsere wunderschöne budaörsche römisch-katholische Kirche sehen Sie auf dem Foto. Und das Foto gehört auch dem Jakob Leier Heimatmuseum. In dem gleichen Dossier habe ich in einem Rundschreiben auch über die Probleme der Rekrutierungen gelesen. Der Ministerialratgeber Dr. Gábor Benczúr-Ürmösdi hat im Februar 1942 einen längeren Brief geschrieben über die Probleme der ersten Rekrutierung und nur einen Teil aus diesem Brief möchte ich Ihnen zitieren und dann erfahren wir, was für Probleme dann sowohl Deutschland als auch Ungarn mit den Rekrutierungen hatte. Also ich zitiere: Die Durchführung dieser Aktion verursacht wahrscheinlich in bestimmten Regionen des Ungarndeutschtums eine seelische Krise. Die Ungarn und die Ungarndeutschen mit ungarischen Heimatsgefühlen werden diese Aktionen mit hasserfüllten, ironischen oder schadenfrohen Bemerkungen kommentieren. Zitat Ende. Also die Ungarndeutschen, die wollten nicht freiwillig rekrutiert werden. Warum? Also was waren die Gründe dafür? Man kann das meiner Meinung nach vor allem auf zwei Faktoren zurückführen. Einerseits, dass Ungarn eher minderheitenfeindlich geblieben ist, weil, wie wir wissen, Ungarn war schon Kriegspartner Deutschlands und Erfolge waren wichtiger für Ungarn. Also dieses Bündnis war für Ungarn wichtiger als die deutsche Minderheit. Und zweitens, oder an der anderen Seite, Deutschland sah die Ungarndeutschen eher nur als Menschenreservoir an. Also das Ziel war für beide die Einspannung der Ungarndeutschen, um Nachschub für das militärische Potenzial der deutschen und oder der ungarischen Armee zu schaffen. Und das haben wahrscheinlich auch die Ungarndeutschen
gewusst oder gespürt. Und ich versuchte durch meine Forschungsarbeit, die Ungarn-Deutsche, die gegen den Nationalsozialismus waren, in drei Gruppen aufzuteilen. Zur ersten Gruppe gehören also die Ungarn-Deutsche, die zwangsrekrutiert worden sind. Ich fand im Archiv 49 Dossiers über den Volksbund der Deutschen in Ungarn, aber die Wahrheitsgehalt dieser Dossiers ist sehr fraglich. Denn ein Beispiel, im Protokoll vieler verhafteter Ungarn-Deutschen fand ich sehr oft ohne Begründung am Ende des Protokolls, oft mit Handschrift, dass die Ungarn-Deutschen Volksbündler seien und kann sein, dass sie nicht die Wahrheit sagen und Empfehlung meistens Internierung. Also die Ungarn-Deutschen waren schon beim Verhör diskriminiert worden. Also deshalb ist die Wahrheitsgehalt dieser Dossiers absolut fraglich. Von Ungarn und von Deutschland wurden die Ungarn-Deutschen für eigene politische Interessen instrumentalisiert, was wir auch in den vergangenen Zitaten gelesen haben. Also sie waren deshalb gegen die Rekrutierung zur Waffen-SS. Also die Mehrheit der zwangsrekrutierten Ungarn-Deutschen waren auf diese Weise gegen den Nationalsozialismus. Und ein Foto aus dem Jahre 1946, schon die Zeiten, wo sich die Ungarn-Deutsche sehr stark diskriminiert worden sind. Das Foto ist, oder dieses Verhör, was wir sehen, das ist im Gebäude der Staatssicherheitsdienste in der Andraschi-Straße 60. Und Sie sehen den Leiter der politischen Abteilung, Peter Gábor, der später auch der Leiter der ungarischen Staatssicherheitsdienste geworden ist, also hat eine sehr, sehr große Macht in der totalen Diktatur in Ungarn. Und er, also Szálasi, an der anderen Seite, der Nationalsozialist und Minister, ehemaliger Minister, Szálasi wird hier von Peter Gábor verhört in dem Andrássy Straße 60, also in diesem Gebäude. Also erzählt uns sehr viel dieses Foto von diesen Zeiten aus dem Jahr 1946. Zur zweiten Gruppe gehörten die Mitglieder der Treuebewegung, die gegen den Nationalsozialismus waren. Mit Treue zum Vaterland, dieses Zitat liest man im Bonhader Wappen auch. Bonhard mit der Treuebewegung war das Zentrum der assimilationsbereiten Deutschen, die unter anderem mit Kardinal Josef Mindszenty gegen den Deutschnationalen Volksbund wandten. Viele von den Mitgliedern der Treuebewegung hat dann 1944 das Gestapo verhaftet und die anderen wurden dann 1946 bis 1948 entrechtet, enteignet und auch vertrieben. Und diejenigen, die hier in Ungarn geblieben sind, die wurden sehr oft als Feinde der neuen Ordnung betrachtet und auch von den Staatssicherheitsdiensten verhört und aktenkundig gemacht. Das beweisen auch meine Recherchen im historischen Archiv der ungarischen Staatssicherheitsdienste. Und ich möchte Ihnen dazu drei traurige Beispiele erzählen. Also wie die Mitglieder der Treuebewegung aktenkundig geworden sind. Der römisch-katholische Geistliche Josef Bauer, der Lehrer Miklós Gömbös und der evangelische Priester Gustav Tomka, sie fand ich in mehr als drei Dossiers im Archiv. Also sie wurden alle aktenkundig. Ein Beispiel, ein Überwachungsdossier mit dem Nummer M, Name des Agenten Opati aus dem Jahre 1926, beschreibt die Beziehung mit den Vertriebenen. Also das heißt, der Agent überwachte die Beziehung mit den Vertriebenen. Und hier wurde natürlich auch der Lehrer Miklós Gömbös als eine negative Person erwähnt. Ein anderes Dossier mit dem Nummer P aus dem Jahre 1943. Hier fand ich Meldungen der Gendarmerie über den Widerstand gegen Volksbund.
Da ging es auch um Eingliederung und weitere Meldungen. Und hier wurden auch Josef Bauer und auch Gustav Tomka erwähnt, also die wurden auch überwacht. Und Kardinal Josef Mincenti, der bei Geburt noch den deutschen Namen Josef Behm hatte, fand ich in mehr als 880 Dossiers im Archiv. Davon gab es sehr viele politische Berichte über ihn aus den 40er Jahren und auch sehr viele Meldungen nach der Revolution nach 1956. Darüber möchte ich dann in dem nächsten Slide auch erzählen. Aber noch ein typisches Foto aus dem Jahre 1949. Wer Ungarisch lesen kann, der weiß, worum es hier geht. Also das Államvédelmi Hatóság a Munkásosztály Ökle steht auf dem Foto. Das bedeutet, Faust der Arbeiterklasse seien die Staatssicherheitsdienste, steht dort. Also ab 1949-50 hatten die Staatssicherheitsdienste schon so eine große Macht, dass man sie auch als Staat im Staat bezeichnet hatte. Bis auf jeden Fall bis 1953, aber auch später spielten die Agenten der Staatssicherheitsdienste eine sehr große Rolle bei der totalen, in der totalen Diktatur. Also dieses Foto erzählt uns darüber, wie diese totale Diktatur aussah in den 50er Jahren. Und ein Slide über Josef Mincenti. Ich fand also, wie gesagt, mehr als 880 Dossiers über ihn und nur einige Beispiele möchte ich Ihnen zeigen. Unter dem Dossier K mit dem Agentennamen Schüler Heinrich lesen wir über sehr viele Meldungen. Der Agent berichtete über die Beziehungen zu Vatikan und interessant war in diesem Dossier, dass die Staatssicherheitsdienste, die ungarische Staatssicherheitsdienste auch einen Informant aus Vatikan hatte, also einen italienischen Mann, der in einer Buchhandlung gearbeitet hatte und der hat geholfen bei den Überwachungen und damit dann die Meldungen nach Budapest geschickt werden können. Ein anderes Beispiel auch mit dem Dossier K. Da sehen wir nur den Decknamen des Agenten, dieser C-B3, denn dieser Agent hatte sehr gute Kontakte zur amerikanischen Botschaft und nach einer Weile arbeitete er schon als eingebauter Spion im amerikanischen Geheimdienst und er hat sehr viele Meldungen über Geistliche geschrieben, darunter natürlich auch viele über Mincenti. Im nächsten Dossier mit dem Buchstaben M, wo der Agent den Namen Pinter heißt, erfahren wir über einen Pfarrer, der als Informant der Staatssicherheitsdienste sehr viele Meldungen über Geistliche geschrieben hatte, darunter auch über Münzen, die hat er Berichte geschrieben. Und im Dossier MT mit dem Agentennamen Schubert, berichtet ein Agent über die Geistlichen in der Emigration, also die Beziehung der Geistlichen zu den Emigrierten oder Vertriebenen, Priester und Geistlichen. Diese Beispiele zeigen eindeutig, dass die ungarischen Staatssicherheitsdienste und Geheimdienste sehr viele Meldungen über die Geistlichen geschrieben haben, also diese Personen sehr streng und sehr arg überwacht haben und auch Mincenti natürlich gehörte dazu, also 88 Dossiers, das ist sehr, sehr viel, sehr viele Agenten beschäftigten sich mit seinem Leben. Und ein Foto auf diesem Slide, worauf wir sehr stolz sind, denn das Foto gehört unserem Museum, dem Jakob-Bleier-Heimatmuseum. Dieses Foto entstand 1948 in Budaörs, da war Kardinal Josef Mincenti in Budaörs. Man kann ihn sehen. Und hinter ihm steht der Pfarrer Schick aus Budaörs. Also das ist ein sehr wertvolles Foto für uns, also für das Heimatmuseum.
Und die dritte Kategorie, Ungarndeutsche gegen den Nationalsozialismus, die Kirche, über die Kirche, über die Rolle der Kirche möchte ich hier erzählen. Die Kirche, die konnte nicht offen Widerstand leisten, versuchte aber die Ungarndeutschen in die Lage zu versetzen, selbst gegen den Nationalsozialismus zu entscheiden. Dazu möchte ich drei Beispiele, drei Geistliche und die Dossiers, die ich im Archiv gefunden habe, erzählen. Der erste ist der Pfarrer Peter Feuerbach aus Mutsching. Er wurde von Volksbund und dann auch vom Gestapo verdrängt und vom neuen kommunistischen System verhaftet, verurteilt und wurde so aktenkundig. In zwei Dossiers habe ich seinen Namen und Berichte über ihn gefunden. In dem Dossier M mit dem Agentennamen Sobotkoi, da wurden in den 70er Jahren die Besuche aus der Bundesrepublik Deutschland überwacht. Und der Agent schrieb seinen Namen falsch nieder. Also statt Feuerbach hat der Agent Fenerbach geschrieben. Sehr oft konnte ich darüber lesen, dass die Agenten wahrscheinlich nicht so gut Deutsch konnten, weil die deutschen Namen nicht richtig niederschreiben konnten. Und sonst auch bei den, in den Meldungen gab es sehr, sehr viele Fehler, Rechtschreibfehler auch. Also die Agenten waren nicht so hochgebildete Personen, aber die haben ihre Aufgabe halt absolut so in Anführungszeichen gut gemacht. Also sie haben sehr, sehr viele Meldungen über diese Geistliche geschrieben. Im anderen Dossier, MT, also mit dem Agentennamen Bankuti, da konnte ich sehr viele Meldungen über die Emigration lesen aus den 60er, 70er Jahren. Das bedeutet, dass die Geistlichen, so auch Peter Feuerbach, sehr streng überwacht wurde. Und zu dieser eher traurigen Geschichte ein schönes Foto aus dem Jahre 1930. Da sehen Sie auf dem Foto unsere schöne kleine Kapelle in Budolsch auf dem Steinberg. Und hinter der Kapelle sehen Sie die wunderschönen Felsen auf dem Steinberg. Und hier auf diesen Felsen und vor diesen Felsen wurden die Budolscher Passionsspiele aufgeführt. Die ersten Passionsspiele haben noch unsere Ahnen, unsere Urgroßeltern 1933 aufgeführt. Und bis 1941 gab es sehr viele, sehr erfolgreiche Aufführungen in Budolsch. Und in den Zeitungen damals konnte man auch davon lesen, dass die budolsche Passionsspiele die ungarische Oberammergau seien. Also das wurde schon so bezeichnet. Denn so wie in Oberammergau, also die Budolscher haben dann mitgespielt und diese budolsche Passionsspiele sehr erfolgreich geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier sowohl die Kapelle als auch die Kulissen von Jerusalem, was noch damals in den 30er Jahren die Budolscher aufgebaut haben, weggetragen, verwendet, und erst nach der Wende konnte man sich mit diesen Traditionen wieder beschäftigen. Und seit 2000 gibt es wieder budolsche Passionsspiele in 3 oder 5 Jahren. Also ich empfehle Ihnen, wenn Sie nach Ungarn und nach Budolsch kommen und zu der Zeit der Passionsspiele da in Budolsch sind, auf jeden Fall so eine Aufführung zu besuchen. Es ist unbeschreiblich schön. Und da sind die natürlichen Kulissen wirklich unvergesslich schön. Also muss man die budolsche Passionsspiele einmal sehen und so eine Aufführung besuchen. Ja, und die zu der dritten Kategorie, den Pfarrer Johann Redling, möchte ich hier erwähnen aus Bartoszék, ein ungarndeutsches Dorf. Johann Redling war auch gegen Volksbund und wurde verhört, nach 1946 interniert, verurteilt und wurde auch aktenkundig. Ich habe ihn in 5 Dossiers gefunden und hier kann ich Ihnen 4 davon erzählen, wo oder wie oder warum er für die Staatssicherheitsdienste gefährlich geworden ist, der Pfarrer Johann Redling. In dem Dossier O mit dem Namen Nationalisten in den 50er, 60er Jahren,
geht es um die sogenannten staatsfeindlichen Elemente in diesem ungarndeutschen Dorf in Battersee. Dazu gehört, und darunter findet man auch den Pfarrer Johann Redling. Also staatsfeindlich natürlich für die Kommunisten waren die Priester staatsfeindliche Elemente. Im Dossier M unter dem Agentennamen Kerester später findet man Meldungen von den Geistlichen. Also der Agent hat über die Geistlichen gemeldet, auch über Johann Redling aus Battersee. In dem nächsten Dossier mit V, also Untersuchungsdossier, in Ungarisch Vegyes ellenséges kategória bedeutet also feindliche Kategorie, also die Personen, die zu dieser zu den Feinden gehören. In den ab 1944 lesen wir sehr viele Meldungen, auch über Eingliederungsversuche aus Battersee. Das zeigt auch, dass ungarndeutsche Dörfer ständig überwacht worden sind. Auch in meiner Dissertation beschreibe ich mehrere ungarndeutsche Dörfer, die jahrzehntelang bis zu den 70er, 80er Jahren ständig überwacht worden sind. Also die waren gefährliche Elemente, also die Ungarndeutschen, für die ungarische Staatssicherheitsdienste. Und im Dossier V, Székely Dezső és Társai, also Dezső Székely und die Kommilitonen aus dem Jahre 1960, in diesem Dossier wird vor allem die sogenannte staatsfeindliche Tätigkeit des reformierten Pfarrers Dezső Székely beschrieben. Aber wir finden hier auch ein Untersuchungsdossier über Johann Redling, also aus Battersee. Er wurde auch untersucht und überwacht. Und das dritte Beispiel zu dieser Kategorie, das traurigste eigentlich, die Geschichte des Pfarrers Josef Steurer aus Wieselburg in Ungarisch Moson. Er wurde von der ungarischen Staatssicherheitsdienste verhaftet und starb wegen den unmenschlichen Umständen. Ich fand alle drei Dossiers. In dem ersten Dossier geht es um seine Verhaftung, im zweiten um sein Verhör und im dritten schon leider um seinen Tod. Also im ersten Dossier in der Verkürzung ABTL 3.1.9, also Untersuchungsdossier aus den 50er Jahren, findet man die Angaben von mehr als 2400 verhafteten Personen. Und unter diesen verhafteten Personen fand ich unter Nummer 1884 den Pfarrer Josef Steurer. Dann im zweiten Dossier mit dem Titel Basmann, Jesa und Kommilitonen aus den 50er Jahren fand ich ein Verhörprotokoll des Pfarrers Josef Steurer. Gesa Pasmany, der flüchtete 1951 nach Österreich und versuchte den Geistlichen zu helfen. Und weil er den Geistlichen helfen wollte, dann die Beziehungen, seine Beziehungen zu den Geistlichen wurden natürlich untersucht und dazu gehört auch Pfarrer Josef Steurer und er wurde verhört. Und im dritten Dossier, in der Verkürzung ABTR 2.1.x, Strich 36, geht es leider um die verstorbenen Personen, die Personen, die entweder im Gefängnis oder in den verschiedenen Internierungslagern gestorben sind. Und unter Nummer 497 fand ich leider den Pfarrer Josef Steurer. Also er starb wegen den unmenschlichen Umständen. Also das zeigt eigentlich seine Geschichte auch. Er war gegen den Nationalsozialismus, wurde aber dann nach dem Krieg genauso diskriminiert wie diejenigen, die Volksbundmitglieder waren. Und die Geistlichen, die waren leider auch später Feinde der kommunistischen Macht und kommunistischen Ordnung. Und neben dieser traurigen Geschichte eher ein schönes Foto, wieder aus Budaörs aus den 30er Jahren, sehen Sie hinten unseren schönen Steinberg, wo diese Passionsspiele aufgeführt worden sind. Und vor dem Steinberg sehr schöne bunte Keller, Budaörscher Keller. Budaörs war, hat sehr viele Keller gehabt, also Trauben und Wein war für die Budaörscher ein wichtiger Zweig. Und nach der Phylloxerie-Epidemie
hatte man dann in Budaörs Pfirsiche angebaut. Und die Pfirsich, die Budaörsche Pfirsich, die war wirklich ganz lecker, ganz berühmt. Die Frauen, was ich Ihnen gezeigt habe in diesem Hutschapingel, haben Pfirsiche nach Budapest gebracht und dort sehr gut verkauft. Budaörs hat auch einen Flughafen und auch mit der Bahn konnte man Richtung Wien fahren. Und Pfirsiche hat man, man sagt, auch nach London transportiert und natürlich mit dem Zug auch zu anderen Ortschaften. Also Pfirsichanbau war in Budaörs wirklich weltberühmt. Zusammengefasst muss ich sagen, dass der Widerstand bei den Ungarndeutschen kein Gesicht hatte, keine konkrete Form, erwies sich jedoch als individuelle Entscheidung. Die Personen, die gegen den Nationalsozialismus waren, die wurden meistens verhaftet und nach dem Krieg, nach 1945, wurden sie kollektiv beurteilt, schuldig geklärt. Sie wurden als Faschisten bezeichnet oder sogar als Helfer Deutschlands, also allgemein die Ungarndeutschen. Und als Folge dieser Kollektivschuldthese wurden dann die Ungarndeutschen, also die Hälfte der Ungarndeutschen, vertrieben. 250.000 Personen sind in diesen Jahren 1946 bis 1948 aus Ungarn vertrieben. Und hier spielten die ideologischen Klassengesichtspunkte schon eine entscheidende Rolle. Dazu ein Beispiel. Wie ich schon erwähnt habe, mein Opa, also ich bin väterlicherseits aus Budaörs, und mein Opa, Johann Frank, er und seine Eltern wurden auch vertrieben aus Budaörs, aber mit dem letzten Zug, mit dem letzten Transport im August 1947. Interessant an dieser Geschichte ist, dass die Familie, weil sie auch nicht Volksbundmitglieder waren, politisch nie tätig gewesen waren, ganz brave Bürger des Dorfes waren, haben sie damals Bescheinigungen bekommen, dass sie nicht vertrieben werden. Ich habe zu Hause von meinen Eltern die originalen Dokumente, diese Bescheinigungen, Stempel, Unterschrift, 6 Stück, dass sie nicht vertrieben werden. Noch Anfang August 1947 bekommen sie, also die Familie, so eine Bescheinigung, dass die Familie Frank nicht vertrieben wird, Unterschrift der damaligen sogenannten Partisanen und Stempel und so weiter. 2 Wochen später waren die Behörden da bei ihnen und sagten, jetzt packen und Richtung Bahnhof gehen sie nach Deutschland. Also wurden sie 2 Wochen nachher vertrieben. Mit dem letzten Zug wurden sie schon nach Ostdeutschland vertrieben, in Pirna. Und da mein Opa glaubte nicht daran, also er flüchtete zurück und zum 3. Mal gelang es ihm, dann zurückzukommen. Und in den 50er Jahren, 1957, konnte er auch seine Eltern, also meine Urgroßeltern, nach Ungarn zurückholen. Also die konnten dann wieder nach 57 in Ungarn leben, aber die hatten nie ihr Haus und Grundstück und nichts zurückbekommen. Also sie konnten auch nicht in Budaörs leben. Und mein Opa starb leider schon vor einigen Jahren, aber er erzählte immer wieder, er glaubte auch nach der Wende daran, dass sie, weil sie diskriminiert worden sind, weil sie unschuldig vertrieben worden sind, dann vielleicht etwas zurückbekommen können. Aber das passierte leider nicht. Und Sie sehen auf diesem Slide ein Foto aus dem Jahre 1926. Das ist wieder die wunderschöne Budaörsche römisch-katholische Kirche. Und gerade dieser Kirche gegenüber war das Elternhaus von meinem Vater, also von meinem Opa, das Frankhaus. Und auch nach der Wende, als wir in der Kirche waren mit Opa und aus der Kirche raus waren und er der Kirche gegenüber das Elternhaus angesehen hatte, dann hat er immer Tränen in den Augen und sagte, dass er das nicht lange angucken kann. Wir müssen weg von dir, sagte er immer. Das war für ihn wirklich ein Leben lang so
ein Schlag, so eine traurige Geschichte, dass er das nie vergessen konnte. Vielleicht beschäftige ich mich auch mit diesem Thema, also mit dieser Geschichte. Und zurück zu den ideologischen Klassengesichtspunkten, weil meine Urgroßeltern und Opa politisch nie tätig gewesen waren, aber ein schönes, mehrstöckiges Haus hatten und eine wohlhabende Familie waren. Deshalb mussten sie Budapest verlassen, weil die neue Macht, die wollte die Deutschen vertreiben und dadurch dann diese Grundstücke zu sich dann reißen, also bekommen. So meine ich diese ideologischen Klassengesichtspunkte. Und interessant an diesem Foto, das Foto entstand 1926, also da war mein Opa ein Jahr alt, also hat als kleines Kind die Kirche und auch seine Eltern die Kirche besucht. Und zum Abschied möchte ich Ihnen von der leider schon verstorbenen ungarn-deutschen Dichterin Valeria Koch aus ihrem Gedicht Gedenkzeilen über die Vertreibung aus dem Jahre 1996 vier Zeilen, also nur kurz zitieren. Also ich zitiere: Nie wieder verirren im Dschungel der Gewalt. Vergebe dem Nächsten, der Unheil gestiftet. Stoppt schon den kleinsten Hass und sagt rechtzeitig Halt. Lebt friedlich. Bei Gott wird der Feind streng gerichtet. Zitat Ende. Und zum Abschied möchte ich Ihnen wieder aus meiner Familie ein Foto schicken oder zeigen. Da ist meine Urgroßmutti, Maria Michaelberger, als hübsches, junges Mädchen auf dem Bild im ungarischen Tracht. Und so mit ihr verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin offen für Fragen von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Dr. Geidos-Frank, ganz herzlichen Dank für Ihren wissenschaftlichen Beitrag. Sehr wertvoll, was Sie uns aus diesen Akten alles ausgegraben haben, nämlich die Einsicht, dass bei den Ungarndeutschen keine Bewegung herrschte, sondern der Widerstand vor allem aus individuellen Motivationen geschah. Und das Groteske und Paradoxe, dass dann bei der Vertreibung aus ideologischen Klassengründen ausgerechnet eigentlich die Falschen vertrieben wurden, oder vor allem die Falschen. Und ja, diejenigen, die sympathisiert hatten mit den Erneuerern, die konnten bleiben. Also genau umgekehrt, als man denken würde. Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie Fragen oder haben Sie Ergänzungen, haben Sie Anmerkungen? Mich würde natürlich jetzt interessieren, wie sieht der Widerstand bei den Reformierten und bei den Lutheranern aus, aus diesen Akten heraus? Das wäre dann ein anderer Vortrag für Sie oder ein anderer Forschungsbereich. Ja, aber können Sie dazu etwas bemerken, Frau Geiders? Ja, also vielen herzlichen Dank für die Bemerkung. Das fand ich auch während meiner Forschungsarbeit dann wichtig. Also auch die reformierte Kirche muss untersucht werden. Von meiner Sicht, ich habe vor allem die römisch-katholische Kirche untersucht, also diese Akten fand ich, aber Sie haben recht und das ist auch gut bei einer Forschungsarbeit, dass man bei einer Arbeit immer weitere Fragen sich aufstellt und natürlich möchte man es auch beantworten. Also ich werde auf jeden Fall noch weiter forschen und diese Fragen auch beantworten. Dankeschön. Ja. Noch etwas? Ansonsten, ja, würde ich diesen Vortrag abschließen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke. Hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wenn ich das richtig sehe, können wir gleich weitergehen. Die Kaffeepause ist, glaube ich, erst nachher vorgesehen. Dann können wir eigentlich unmittelbar
übergehen zum Vortrag von Adam und Agnes Kupferschmidt. Kurz eine Bemerkung zu ihrer Person. Adam Kupferschmidt wurde 1937 in Philippowal in der Batschberg geboren. Sein Vater wurde 1944 mit 211 anderen Männern und Jugendlichen erschossen oder ermordet vielmehr. Von 1945 bis 1947 war Adam Kupferschmidt im Lager Gakowa zwangsinterniert. Er ist aufgewachsen in Österreich bis 1966, danach umgezogen nach Baden-Württemberg. Seit 2004 ist er Mitglied der Heimatortsgemeinschaft und der Arbeitsgemeinschaft Philippowa und seit 2007 Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft. 2013 erfolgte die Gründung des Vereins Freundeskreis der Philippowa e.V., dessen Vorsitzender er ebenfalls ist. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied in der Genossenschaft Arme Schulschwestern unserer lieben Frau Bad Niedernau sowie Projektleiter für ein Doku-Zentrum in Bad Niedernau. Darüber wird er nachher ein paar Worte sagen. Das ist ihm sehr wichtig und wird uns wertvolle Informationen liefern. Darüber hinaus wird er selbst etwas, er wird etwas über einen Stelenpark erzählen. Das überlasse ich aber ganz ihm dann. Sein Vortragsthema, sein eigentliches Vortragsthema, ist aber der Widerstand gegen die Zwangsrekrutierungen der Waffen-SS in Philippowa sowie die dabei in der Bevölkerung entstehende Polarisierung. Gleich im Anschluss wird dann seine Frau Agnes Kupferschmidt weitermachen. Agnes wurde 1943 in Szentfüled, also das ist der ungarische Name von Philippowa, geboren. Als sie ein Jahr alt war, wurde ihr Vater zusammen mit weiteren, habe ich schon genannt, die 212 Männer, die ermordet wurden, da war also auch ihr Vater darunter, von den Partisanen ermordet. Nach diesem Massenmord zog ihre Mutter zurück zu ihren Eltern, wo die Familie bis 1956 wohnte, und zwar in der nun mit Serben besiedelten Gemeinde Philippowa, die nun auf Bački Gračac umbenannt wurde. 1956 verließ die Familie Jugoslawien. Agnes lebte bis 1968 in Schwalbheim, und zwar zusammen mit ihrem Großvater, bis zu dessen Tod. In dieser Zeit entstanden dessen Aufzeichnungen über die Schicksalsjahre am Ende des Krieges. Sie wird nachher aus diesen Aufzeichnungen etwas erzählen und sie rezitieren. Agnes ist Vorstandsmitglied in der Stiftung Arme Schmutzschwestern unserer lieben Frau in Bad Niederland und pflegt intensive Kontakte nach dem ehemaligen Philippowa, dem heutigen Bački Gračac. Ich habe schon etwas angeschnitten. Ihr Vortragsthema ist die Verfolgung und Leiden ihres Großvaters als Gegner des Nationalsozialismus in Philippowa. Also dargestellt anhand seiner schriftlich festgehaltenen Erinnerungen. Lieber Adam, ich glaube, du fängst an. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Stefan, danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Zunächst zum Thema Stelenpark Bad Niedernau. Darum habe ich gebeten, dass ich dieses Projekt kurz vorstellen darf. Ich hatte in den letzten Jahren die Ehre und die Aufgabe an der Planung des inzwischen fertiggestellten
Stelenprojekte in Bad Niedernau mitzuwirken und zu begleiten. Initiiert wurde der Stelenpark vom Vorstand der Stiftung der armen Schulschwester unserer lieben Frau in Bad Niedernau und dem Verein des Freundeskreises Philippowa. Eingeweiht sollte der Stelenpark an Christi Himmelfahrt 2020 werden, aber durch die Corona-Pandemie war dies nicht möglich und wurde aufs nächste Jahr verschoben. Den Gottesdienst hätte Emeritus Erzbischof Zollitsch zelebriert, dem auch eine Stele gewidmet ist. Außerdem ist ihm Pater Wendelin Gruber zu sehen, der seinerzeit das Gelöbnis der armen Schulschwester initiiert hatte, eine Kapelle zu bauen und jährlich eine Wallfahrt dorthin zu machen. Der Stelenpark ist Teil einer Planung eines Dokuzentrums zur Erinnerung an die ehemaligen Ordensschwestern und der Region, aus der sie stammen. Mit dem Schwerpunkt des Ortes Philippowa. Denn 15 der Schwestern, der 32 in diesem Kloster wirkenden Schwestern, sind in Philippowa geboren. Für den Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes gibt es bereits Pläne, doch die Freigabe durch das Baurechtsamt und die Denkmalschutzbehörde steht uns noch aus. Aus der Einsicht, dass man durch ein Dokuzentrum im abgelegenen Bad Niedernau nur wenig Besuche erreichen kann, ist die Idee des Stelenparks entstanden. Durch die Nutzung der modernen Medien wollen wir eine breitere Besucherzahl übers Internet erreichen. Es ist dies eine Themeninstallation mit dem Titel Kreuzwege, Lebensschicksale begegnen sich. Die Stelen sind im Park vor der Wallfahrtskirche der Donauschwaben und dem Sanatorium aufgebaut. Die fachliche Gestaltung war dem Kunsthistoriker und Museumsberater Frank Lang anvertraut. Frank Lang wurde uns vermittelt über den Leiter des Donauschwäbischen Museums in Ulm. Ist also ein hervorragender Fachmann. Die Stelen sind Teil einer breit angelegten Dokumentation über die Geschichte der Donauschwaben, der Großgemeinde Philippowa sowie die Geschichte der Donauschwäbischen Ordensschwestern und natürlich auch die neue Heimat Bad Niedernau. Direkt ins Internet kommen Sie durch einen Link www.neckardonauwegekreuz.de. Ich werde anschließend ein Kärtchen verteilen, damit Sie, wenn Sie es interessiert, sich einklicken können. Und nun komme ich zum eigentlichen Thema: Widerstand gegen die Zwangsrekrutierung zur Waffen-SS in der donauschwäbischen Großgemeinde Philippowa. Voraussagen möchte ich sagen, ich bin 1937 geboren. Ich habe die nun folgenden Geschehnisse auch erlebt und es wird in der damaligen Zeit viel über diese Dinge gesprochen. Das habe ich auch alles noch in Erinnerung aufgezeichnet, wurde ein Vortrag von Philippowa-Autoren, die ich hier rezitiere und übernommen habe. Ich beginne also mit Anton Zollitsch, er ist weitläufig mit Erzbischof Zollitsch verwandt. Er war auch Priester. Und er ist dem Gemetzel, dem Massaker auf der Heuwiese 1944 entkommen. Also ihn hat man freigelassen und er hat die Aufzeichnung gemacht zu diesem Massaker. Aber er hat auch ein Buch geschrieben, das 1957 in Freilassing im Pannona Verlag herauskam. Er schreibt da: Am Palmsonntag, den 6. April 1941, griff die deutsche Luftwaffe Jugoslawien an. Einige Tage später war die Kapitulation. In Philippowa wurden die in Peter Wardein inhaftierten deutschen Geiseln befreit und die vier Philippowa triumphierend in ihrem Heimatort empfangen. Die serbischen Gemeinde- und Bahnangestellten von Philippowa wurden nun im Gemeindehaus interniert. Man erwartete den Einzug der deutschen Wehrmacht. Stattdessen kamen aber die ungarischen Truppen.
Es war klar, dass die Batschke an Ungarn angeschlossen werden soll. Die Begeisterung über den deutschen Vormarsch blieb unvermindert. Es gab Burschen, die nach Belgrad flüchteten, um sich dort den deutschen Stellen freiwillig zur Verfügung zu stellen. Die Spannung zwischen den zwei Gruppen, den Anhängern des vom nationalsozialistischen Gedankenguts infiltrierten Kulturbundes und der katholisch-konservativen Gruppe der Filipovar, war sehr groß. Über diese zwei Gruppen stand machtlos der ungarische Staat. Die Gruppe des Kulturbundes wagte damals sehr viel. Sie meinten, physische Mittel anwenden zu müssen, um die Menschen für sich zu gewinnen. So wurden zum Beispiel beim Heimgehen von Gruppenstundenteilnehmern im Pfarrheim die Teilnehmer oft überfallen und verprügelt. Jedes Haus sollte nach ihrer Ansicht nach das V-Zeichen, also das Viktoria-Zeichen, das Siegeszeichen tragen. Wer es nicht anbrachte, wurde als Volksverräter beschimpft. Im Frühjahr 1942 erfolgte die erste Freiwilligenaktion. Es wurden die Jahrgänge 1912 bis 1924 zum freiwilligen Eintritt in die Waffen-SS, in die Waffen-SS aufgerufen. Doch nur ein geringer Teil folgte dem Appell. Ein Kampf entbrannte, es wurden Demonstrationen veranstaltet, an denen sich auch die Frauenschaft des Kulturbundes beteiligte. Man malte nachts den Judenstern an die Häuserwände der Schwarzen. Im März 1943 kam der zweite Freiwilligenaufruf über die Jahrgänge 1908 bis 1911 und 1925. Die seit 1941 bestehende sogenannte Sportmannschaft, eine uniformierte Truppe, der SA ähnlich, 70 Mann stark und mit unbeschränkten Vollmachten, ihr Chef war der Kulturbund Obmann Martin Leppold, drang in Häuser ein und holte die Männer und Burschen und zwang sie, als Freiwillige zur Waffen-SS zu gehen. Soweit zu den Aufzeichnungen von Anton Zollitsch. Ich komme nun zu einem zweiten Schwerpunkt, und zwar zum Höhepunkt der Konfrontation anlässlich einer illegalen Waffen-SS-Aktion am 19. und 20. März 1944. Dieser Bericht wurde aufgezeichnet von Dr. Georg Wildmann. Zu einem brutalen Vorkommnis kam es am 19. und 20. März 1944. Es war der Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen den Sympathisanten des Nationalsozialismus und dem bürgerlich-katholischen Lager in Filipovar. An diesem Tag, dem 19. März, gab es eine völlig illegale SS-Rekrutierungsaktion, die sich allerdings nur auf einige Gemeinden im Raum Sombor beschränkte. So auf Apatin, Barabuc, Karavukovo, Hotschak und Filipovar. Sie wurde von der 8. SS-Division Florian Geier durchgeführt. Die Führung der Division Florian Geier vereinbarte mit dem Gebietsführer des VDU, also des Volksbundes der Deutschen in Ungarn, Ingenieur Sepp Spreitzer, eine Blitzaktion in der Westbatschka, um bisherige wehrfähige Dienstverweigerer auszuheben, um ihre in Russland stark gelichteten Mannschaftsbestände aufzufüllen. Die Sonderkommandos erschienen um den 20. März in den ausgewählten Gemeinden, wobei in Apatin auch der Essegger, Amtsleiter des der deutschen Volksgruppe Kroatiens, Dr. Gottfried Kutschera, erschien und der Ortsleitung des VDU eröffnete,
dass am 20. März laut Befehl des SS-Hauptamtes eine Zwangsmusterung durchzuführen sei. In manchen Gemeinden wie Apatin, Karawukowa und Hotschak gingen beim Abtransport der Gemusterten die Leidenschaften hoch. Es kam zu Verhöhnungen, Rohheiten und Misshandlungen. Eine Anzahl der Zwangsrekrutierten desertierte bei der ersten Gelegenheit und wurde dann durch Sonderkommandos wieder eingefangen. In Filipowa versuchte an den besagten beiden Tagen im Rahmen dieser illegalen Blitzaktion der Ortsleiter des Volksbundes Martin Leppold mit Hilfe der deutschen Mannschaft möglichst viele der Rückständigen und die Angehörigen des Jahrganges 1926 zur Meldung zu veranlassen. Da sich aber von den Rückständigen der vorigen Aktionen nur wenige meldeten, nahm die Sportmannschaft am 20. März 1944 drei der führenden Repräsentanten der Schwarzen fest und misshandelte sie öffentlich. Dazu der Hinweis, die Ausführungen von Dr. Wildmann will ich hier nicht weiter verfolgen, weil nachher im Vortrag meiner Frau sie über diesen Vorgang berichten wird. Die Angehörigen des Jahrganges 26 und andere Betroffene, die sich dennoch nach dieser öffentlichen Misshandlung versteckt hielten, aber entdeckt wurden, holten Angehörige der Sportmannschaft und die auf Urlaub befindlichen Soldaten während des 20. März 1944 aus ihren Häusern und brachten sie zur Stellungskommission. Wieder andere des Jahrganges 26, welche dem Volksdruck näher standen, sahen in der freiwilligen Meldung zum Dienst mit der Waffe die bessere Chance, das unausweichliche Soldatenschicksal anzunehmen. Ich komme nun zu meinem dritten Thema, und zwar die Geschehnisse rund um den dritten offiziellen, also offiziellen Einberufungsaktion zur Waffen-SS am 25. Juli 1944. Also das war die letzte Aktion, zu der dann alle aufgerufen wurden. Martin Leppold, der Obmann des Volksbundes, blieb seinem Rollenbild vorbildlich. Vorbildlich durchgreifend als Volksfunktionär treu. Bis er im Zuge der dritten Waffen-SS-Rekrutierungsaktion selbst einrücken musste. Hier seien die wesentlichen Fakten wiedergegeben. Am 25. Juli 1944 begann in Filipowa mit einem überraschenden Aufruf, sich zu melden, die dritte offizielle Musterungsaktion der Waffen-SS. Betroffen waren die Jahrgänge 1894 bis 1908 sowie der Jahrgang 1927, also alle Männer bis zum 50. Lebensjahr. Wer sich nicht meldete, wurde gesucht. Am 28. Juli erschienen 217 Männer vor der Musterungskommission oder wurden gewaltsam vorgeführt. Die Einberufungsbefehle mit den Terminen, wann man sich im Bezirksort Hotschak einzufinden hat, trafen bei den Angemusterten am 1. bis 11. September 1944 ein. Von Hotschak aus wurde man seiner Truppe, sie lag meist in einem der umliegenden Dörfer, zugeteilt. Da verhältnismäßig viele der Einberufung nicht Folge leisteten, sondern sich im Ort oder in der näheren Umgebung bei Bekannten oder befreundeten Andersnationalen versteckt hielten, so auch mein Vater und Schwiegervater, kam es am 26. bis 30. September und schließlich auch am 15. Oktober 1944, dem Tag des missglückten Waffenstillstands, Versuchs Ungarns, deutsches Militär ins Dorf
um nach den nicht bei ihrer Einheit erschienenen Einberufenen zu fanden. Am 29. September 1944 sollen an die 200 Soldaten der Waffen-SS in Filipowa gewesen sein. Der größere Teil von ihnen gehörte laut Augenzeugenberichten der bosnisch-muslimischen Waffen-SS-Division Hanschar an. Alle Einberufenen, deren man habhaft werden konnte, wurden nach Hotschak gebracht und sofort in Uniform gesteckt. Martin König, Jahrgang 1930, berichtet: Es wurde eine Hetzkampagne gegen alle, die sich nicht meldeten. An ihre Häuser wurden Parolen geschmiert wie „Hängt die Juden und erschießt die schwarzen Feiglinge“. Auch Fensterscheiben wurden eingeschlagen. Mein Vater Franz König weigerte sich, wie viele andere auch, freiwillig in den Krieg zu ziehen, als sich die Front näherte und die Deutschen sich anschickten, die Batschka zu räumen, versuchte die Waffen-SS-Division Hanschar Ende September 1944 gewaltsam Männer zu rekrutieren. Mitten in der Nacht hatten sie die Häuser aufgesucht, um möglichst viele festzunehmen. Wir lagen alle schon im Bett, als sie bei uns Tor und Tür aufbrachen. Sie schrien herum, so dass wir Kinder aufwachten und sahen, wie Vater im Schlafzimmer verhaftet wurde. Unter diesen SS-Männern war auch sein Cousin Peter B. Ich hörte noch, wie mein Vater zu ihm sagte: „Du machst auch bei solchen Verbrechen mit. Ich würde mich an deiner Stelle zutiefst schämen.“ Darauf packten zwei SS-Männer, die ein schlechtes Deutsch sprachen, meinen Vater und stießen ihn aus dem Zimmer, wobei sie in einer Sprache brüllten, die ich nicht verstand. Unsere Mutter und wir acht Geschwistern hatten furchtbare Angst und weinten. Bei dieser Aktion wurden auch Frauen, wenn die Männer nicht angetroffen wurden, verhaftet und im Gemeindehaus eingesperrt. Bei uns wurde bei meiner Familie wurde diese Aktion auch durchgeführt. Mein Vater, wie ich schon sagte, hat sich versteckt. Ich hatte aber noch zwei jüngere Geschwister, die jüngste war erst ein Jahr alt, und da hat sie davon abgesehen, meine Mutter mitzunehmen. Martin König schreibt weiter: „Mein Vater wurde mit den anderen eingefangenen Männern im Gefängnis von Hotschak interniert, wo ich ihn öfter mit dem Fahrrad besuchen konnte. Anfang Oktober 1944 wurden sie ohne Ausbildung zu Fuß über die Donau in die Baranja getrieben, wo sie die Front an der Donau neu aufgebaut wurde. Bevor sie zum Einsatz kamen, ist mein Vater geflohen und kam nach Hause, wo er sich bis zum Zusammenbruch im Salasch, also im Einzelgehöft, in einem Einzelgehöft versteckt hielt. Nach anderen Mitteilungen sollen ähnliche aufregende Suchaktionen noch am 16. Oktober stattgefunden haben. Danach räumte das deutsche Militär die Batschka und zog sich über die Donau zurück. Am 21. Oktober rückte die Rote Armee mit den Partisanen in Filipowa ein. Die letzten zur Flucht vor der Roten Armee bereiten Einwohner Filipowas verließen den Ort am 5. und 6. Oktober 1944. Dem Aufruf des deutschen Militärs zu fliehen sind ca. 105 Familien und bezogen auf 510 Personen gefolgt. Das sind nur etwa 10% der Bevölkerung. Das Tragische und Unfassbare geschah dann am 25. November 1944, als 212 Männer und Jugendliche zum Opfer aus dem Ort getrieben wurden, gefoltert und ermordet wurden. Es betraf viele Männer, welche sich vor der Zwangsrekrutierung entzogen hatten und in Gefangenschaft und in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus standen. Die neuen Machthaber kümmerten sich nicht um die Gesinnung
Für Sie waren alle Deutschen Faschisten. Ich danke Ihnen. Gibt es da Fragen dazu? Ja, können wir dann vielleicht zusammen machen. Machen wir es zusammen, ja. Darf ich vielleicht zuerst ein Familienfoto vorstellen? Auf dem Foto bin ich mit meinen Großeltern, meinen Eltern, das Baby oben bin ich. In diesem Alter habe ich meinen Vater verloren und es ist das einzige Familienfoto. Meine Aufzeichnungen sind aus den Originalunterschriften meines Großvaters und können gerne eingesehen werden. Die folgenden Bericht zeigt die Auseinandersetzung meiner Familie in den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in den Jahren 1939 bis 1956 in Philippowa. Der Bericht basiert auf den schriftlichen Aufzeichnungen meines Großvaters Gregor Eichinger, geboren 1897, gestorben 1968, sowie auf mündliche Berichte von ihm, seiner Ehefrau Victoria und meiner Mutter Eva Schmidt, geborene Eichinger. Die Geschichte der Familie beschränkt sich auf die äußeren Ereignisse im sozialen und politischen Umfeld der Dorfgemeinschaft während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Meine Familie stand den Nationalsozialisten ablehnend gegenüber, wie die Mehrheit der Bevölkerung im Ort. Mein Großvater war Vorsitzender der Ungarischen Bauernpartei und dadurch zwangsläufig politischer Widersacher der neuen Machthaber. Die ungarischen Gendarmen bot der Bevölkerung einen gewissen Schutz vor Übergriffen der gewaltbereiten örtlichen Sympathisanten der Nationalsozialisten. Sie befand sich in der Kreisstadt Hoca. Bei politisch motivierten Verhaftungen der Gestapo jedoch, die ebenfalls in Hoca-Zi stationiert war, war die Gendarmerie machtlos. Zu den damaligen Ereignissen in Philippowo zitiere ich meinen Großvater Gregor Eichinger. Als 1939 nach dem Ausmarsch der Zweiten Weltkrieges Hitler einen Sieg nach dem anderen verbuchen konnte, ist auch die Nationalsozialistische Partei in Philippowo gewachsen. Es bildeten sich zwei Fronten im Ort. Auf der einen Seite der große Deutsche Kulturbund, die sogenannten Weißen, von Nazi und von der Erneuerungsbewegung beherrscht. Auf der anderen Seite die Partei der Christlichen genannt, die Schwarzen, die sich um Pfarrer und Kirche scharte. Letzteren hat man die Fensterscheiben eingeschlagen und die Häuser verschmiert. Sie wurden überfallen und verprügelt. Der Obmann des Kulturbundes hatte in der Hitlerzeit mehr Macht als die Behörde der Gemeinde. So ergab es sich, dass der Kulturbund die Gemeindeverwaltung faktisch abgelöst hat. Schon im Jahr 1939 wurde Martin Pertschi als Richter abgesetzt. An seine Stelle kam Sebastian Müller mit seinem Genossen als neues Gesicht. Ab diesem Zeitpunkt war in der Gemeinde Philippowa bis Herbst 1944
die Macht fest in der Hand der Nazis. Im Jahr 1942 kam der erste Aufruf in Filipowac zum freiwilligen Beitritt zur Waffen-SS für Hitler-Deutschland. Dabei hat sich der Kampf der zwei Parteien verschärft. Die Schwarzen haben sich nicht gemeldet, denn wer fleißig zur SS ging, konnte nicht mehr ungarischer Staatsbürger bleiben. Auch viele Mitglieder des Kulturbundes sind deshalb nicht freiwillig eingerückt. Dadurch wurde die Partei der Christlichen um den Pfarrer immer größer. Die ungarische Regierung hat diese Partei unterstützt und wir hatten uns auch der ungarischen Regierungspartei angeschlossen, um eine stärkere Position zu haben. Als einer der größten Steuerzahler in Filipowac, damals Szentfülöp, wurde ich zum ersten Vorsitzender der Ortsgruppe der ungarischen Regierungspartei gewählt, was mir sehr unangenehm war, da der Kampf der beiden Parteien voll ausgebrochen war. Die Auseinandersetzungen waren in fast allen deutschen Ortschaften in Ungarn zu beobachten. Aber da Filipowac eine rein deutsche und rein katholische Gemeinde war, war der Konflikt dort heftiger als in anderen Orten. Um es an Äußerlichkeiten zu verdeutlichen, wir hatten unsere eigenen Gasthäuser und Geschäfte, zu denen nur die Schwarzen gingen. Alles war geteilt in der Gemeinde. Bei den Schwarzen waren vorwiegend die Bauern vertreten, während es bei den Kulturbündlern hauptsächlich Tagelöhner waren. Wir hatten auch unseren eigenen Gemeindevorstand. Der zweite Richter und zwei Geschworene waren von uns. Der erste Richter und zwei Geschworene waren vom Kulturbund. Die letzteren gingen nicht in die Kirche, während die unsrigen mit dem Notar jeden Sonntag die Kirche besuchten. Es war Brauch seit der Ansiedlung, dass die Richter mit seinen Geschworenen Sonn- und Feiertagen einen gemeinsamen Kirchgang machen. So haben wir es bis Ende 1944 gehalten. Als unser Sohn Philipp und sein Freund Schreiber Sepp im Jahr 1943 zur ungarischen Armee der Honvéd eingerückt sollten, wurden sie von SS-Urlaubern verfolgt und bedrängt, davon abzuhalten. Man sagte ihnen, dass sie bei der Honvéd verprügelt werden. Als am 15. Oktober 1943 der Tag und die Stunde gekommen war, dass sie einrücken mussten, wurden sie von 10 bewaffneten ungarischen Arbeitern von unserer Handfabrik bis zur Bahnstation begleitet. Es ist unglaublich, dass die ungarische Honvéd als Verbündete der Deutschen von der SS verfolgt wurden. Als dann unser Philipp im Wagen gewesen ist und der Zug zur Abpfeifen gepfiffen hat, überreichte er mir den Revolver und sagte, Vater, da habt ihr meinen Revolver, jetzt brauche ich nicht mehr. Ohne Bewaffnung konnte man damals nicht ausgehen. So waren die Schwarzen den Weißen ein Dorn im Auge, weil sie nicht zur SS eingerückt sind. Der Kampf hat beim ersten Aufruf 1942 begonnen und setzte sich bis im September 1944 fort. Am schlimmsten wurde es, nachdem Hitler am 19. März 1944 Ungarn besetzt hatte. Da gingen die SS-Urlauber von Haus zu Haus der Schwarzen und die das Recht hatten, ein Jagdgewehr oder Revolver zu tragen. Bei mir waren schon zwei solche Herren. Am 20. März 1944 haben sie mich entwaffnet. Soweit die Aufzeichnungen von Gregor Eichinger. Dieser frühe Besuch in unserem Hause am 20. März 1944 sollte nicht der letzte gewesen sein. Gegen 10 Uhr vormittags kamen 3 uniformierte Sportsmänner, alle aus dem Ort und namentlich bekannt, und haben nach dem Hitlergruß meinem Großvater eröffnet, dass er auf Befehl des Führers verhaftet sei und sofort mit ihnen mitzugehen hatte.
Er bat sie, noch umziehen zu dürfen und ging in das Schlafzimmer, wohin die drei folgten. Als sie am Nazi-Gasthaus Ott ankamen, wollte mein Großvater in die Gaststube eintreten. Seine Begleiter befahlen ihn jedoch, weiterzugehen und in das große Tor die Einfuhr hineinzugehen. Das große Tor wurde von innen geöffnet. Großvater trat ein und wurde sofort von mehreren Männern niedergeprügelt. Er schreibt dazu in seinen Notizen: Es waren vielleicht 40 bis 50 uniformierte Sportsmänner und alle wollten draufhauen. Durch die heftigen Schläge auf den Kopf ging er sofort zu Boden und wurde zeitweilig bewusstlos. Er konnte sich daran erinnern, dass die Schläger zueinander sagten, er lebt ja noch. Er ist ja noch gar nicht gestorben. Er zerrte ihn in einen Schweinestall, wo bereits Jakob Manz und Georg König zusammengeschlagen lagen. Die SS-Leute sagten ihm: Sieh, du, hier sind deine Kameraden und wir werden noch weitere holen, damit ihr alle beisammen seid. Manz war seinerzeit Sekretär und König der Kassier der ungarischen Regierungspartei. Dazu weiter in den Aufzeichnungen von Gregor Eichinger. Diese Partei sollte vernichtet werden. Das war die Parole am 20. März 1944. Damit wollte man den Eintritt der Schwarzen in die SS erzwingen. Den ganzen Tag wurden SS-Verweigerer in den Schweinestall geführt und ihnen das gleiche Schicksal angedroht, wie es uns widerfahren ist. Falls sie nicht sofort ihren Beitritt zur SS unterschreiben, sie mussten uns anschauen, danach haben sie alle gleich unterschrieben. So hat die Nazi-Partei durch unsere Misshandlungen ihr Ziel erreicht. Mein Vater war auch dabei und hat auch unterschrieben. Den meisten Männern ging es jedoch, bis Kriegsende gelang es, sich zu verstecken. Darunter auch mein Vater Franz Schmidt. Eine besondere Niederträchtigkeit sei am Rande erwähnt. Die Frauen von SS-Männern durften gegen Bezahlung von 2 Pengel die 3 zusammengeschlagenen Männer im Schweinestall besichtigen und sie beschimpfen. Mein Großvater hat angesichts der schweren Verletzungen und des Blutverlustes gefordert: So können wir nicht weiterleben. Schickt uns einen Arzt oder Priester oder gebt uns die Kugel. Inzwischen war Rosalia Manz, die Tochter von Jakob Manz, einem der zusammengeschlagenen Schwarzen, nach Rozsaci zum Stuhlrichter gelaufen und hat ihm von den Ereignissen berichtet. Daraufhin wurden sofort 30 bis 40 ungarische Gendarmen nach Filipovo entsandt, welche das Gasthaus Ott umstellten und die 3 Gefangenen befreiten. Sie wurden in das Gemeindehaus gebracht und dort von Dr. Franz Diekmann ärztlich versorgt. Über den Ablauf dieser Geschichte schreibt Gregor Eichinger: Am Abend kam ein Bewacher und sagte uns: Männer, ihr könnt nach Hause gehen, ihr seid frei. Das konnten wir nicht glauben und sind im Schweinestall geblieben. Daraufhin haben sie uns rausgeschoben und erst dann sahen wir, dass die ungarischen Gendarmen im Gasthaus Ott waren und den Nazi-Obmann Martin Leppold von 2 Seiten mit Bajonetten bedroht haben. Und solange die Gewehre auf ihn richteten, bis sie gesehen haben, dass wir noch am Leben sind und frei waren. Die Gendarmen haben von uns ein Foto angefertigt, damit sie beweisen konnten, was die Nazis mit staatstreuen Bürgern in der Batschka am 19. und 20. März, als Hitler Ungarn besetzt hat, gemacht haben.
Darf ich dieses Foto auch zeigen? Also dieses Foto wurde von ungarischen Gendarmen gemacht und das hat ihm letztlich das Leben gerettet. Bisschen schlecht, aber ich lege das Foto hier aus. Wer möchte, darf es ja noch anschauen. Nachdem die ungarische Behörde so an Autorität gewonnen hatten, versuchten sie, die Ordnung in der Bácska wiederherzustellen. So hat man in den folgenden Tagen keinen Kulturbunker mehr gesehen und auch keinen Sportsmann. Alle Nazis, unter welchen Namen sie auch organisiert waren, haben Angst bekommen und hielten sich versteckt. Aber es dauerte nur wenige Tage, bis die Gestapo wieder die Oberhand bekam und alles wie zuvor unter Nazi-Kommando weiterging. Noch nicht genesen von den Verletzungen am 20. März 1944 wurde mein Großvater am 12. Mai 1944 erneut von den Nazi-Sympathisanten verhaftet. Er wurde nach Hoca und von dort mit einem weiteren Mann namens Ott nach Sombor gebracht. Dazu schreibt er: Als wir in Sombor angekommen sind, wurden wir von den ungarischen Gendarmen übernommen, die uns hochanständig behandelt haben. Aber am nächsten Tag mussten sie uns der Gestapo übergeben und die benahmen sich uns gegenüber sehr aggressiv, laut und bedrohend. Ich habe nicht geglaubt, dass ich von denen nochmal lebend davonkomme. Beim Verhör hat uns keiner in die Augen geschaut. Es wurde uns immer nur unser Fehlverhalten, welches wir nach ihrer Ansicht gegenüber dem Nationalsozialismus begangen haben, vorgeworfen. Auf der Anklagebank waren außer mir noch Peter Haug, Kantor in Apatin und Franz Müller, Richter aus Sendivan. Wir wurden angeschrien, wir wären Verräter unserer Nation und unseren deutschen Namen nicht würdig. Alle drei waren wir die Vorsitzenden der ungarischen Regierungspartei in unseren Gemeinden. Und das war in Wirklichkeit unser Fehlverhalten. Nach dem Verhör hat man uns nach Szeged zum Kriegsgericht bringen wollen. Bevor wir in das Auto eingestiegen sind, wurde uns gesagt, sollte einer von uns die Flucht ergreifen, alle drei werden erschossen. Die ungarischen Gendarmen haben gewusst, in welcher Gefahr wir waren und sind uns mit einem Auto von Sombor bis Szeged gefolgt. Die Gestapo hat unterwegs öfter angehalten, doch die Gendarmerie haben uns nicht aus den Augen gelassen. Dem ungarischen Oberst, der uns bis zum Kriegsgericht in Szeged begleitet hat, verdanken wir, dass wir am Leben geblieben sind. In Szeged waren wir 8 Tage, ohne verhört zu werden. Danach hat man uns mit einem Lastauto, welches aus Szeged mit 20 Juden kam, nach Bácska Topola deportiert. Es war schmerzlich zu sehen, wie die armen Juden in Topola behandelt wurden. Und jetzt kommen Auszeichnungen. Mein Großvater hat einen Brief an den Anton Zollitsch, vorher schon genannt, dem Pfarrer Anton Zollitsch, geschrieben. Und daraus habe ich einiges rausgenommen. Die Juden haben sich alle gewundert. Ja, wie ist es möglich, dass wir als Deutsche zu den Deutschen ins Lager kommen? Wir kamen nicht in die jüdischen Baracken, sondern zu den Serben, die uns aber sehr misstrauisch angeschaut haben, da sie der Meinung waren, dass wir zu ihnen ins Zimmer als Spione eingeteilt wurden. Erst nach 14 Tagen haben sie gesehen, dass wir keine Spione sind, sondern auch Sträflinge wie sie. Nachdem
ich das Foto gezeigt habe vom 20. März, sagten Sie, ja, ist das möglich, was Deutsche mit den Deutschen so etwas machen? So wurden wir Leidensgenossen. Und diese Serben haben mich im Jahr 1946, als ich bei den Partisanen im Lager Sombor und meine Frau, war ich Kind und Enkel, in Kakovo war, herausgeholt und unterschrieben haben für mich, meine Eltern und meine Familie, dass wir lagerfrei werden. Von den Serben will ich einen nun nennen, Dr. Paul Protić aus Sombor, der sich für die Befreiung von Pater Wendelin Koba mit seiner ganzen Kraft eingesetzt hat. Trotzdem, er wusste, dass es ihm nicht möglich ist, ihn zu befreien. Aber aus Respekt vor dem Mut, den Pater Koba, der sich aufgeopfert hat für die deutschen Lagerleute, hat er den Prozess angefangen. Da seine Mutter auch eine Deutsche war, Dr. Protić war ein gebildeter, einfühlsamer Mensch, der schon im Ersten Weltkrieg als Oberleutnant Kaiser Franz Josef seinem Hauptquartier war, als Dolmetscher und nach dem Krieg bei der Friedenskommission 1919 wieder als Dolmetscher gewesen ist, da er 6 Sprachen in Wort und Schrift beherrschte. Die Verpflegung in Lager Topola war schwach. Nur 2-mal täglich haben wir zu essen bekommen, Frühstück und Mittagmahl. Es war aber erlaubt, kleine Lebensmittelpakete uns zu schicken, sodass es menschlich war für die Serben und für uns. Aber den Juden war es nicht erlaubt, Lebensmittelpakete anzunehmen. Sie wurden auch strenger gehalten als die Serben. Die Juden durften nur sonntags ihre Wäsche waschen. Dann war es schon gebräuchlich, es mussten alle Juden antreten und bekamen einen Befehl. Und das war die Übung auf und nieder, solange sie es mächtig waren. Nachdem mussten sie die Übung nach Amerika fahren und das hieß, auf dem Bauch rutschen, bis sie wieder ganz schmutzig gewesen sind. Es war peinlich anzusehen, was mit den Juden gemacht wurde im Lager Topola. Aber es hat sich an uns Volksdeutschen geregt. 1945 schon. Auch der Lagerkommandant der S-Obersturmführer Rosenthal wurde aus Deutschland nach dem Kriege nach Topola zurückverlangt und in Subotica 1946 zum Tode verurteilt und gleich hingerichtet. Da aber von der ungarischen Behörde immer vorgesprochen wurde um unsere Befreiung, so ist es gelungen, auf Ansuchen unseres Landmannes Pater König, der bekannt war mit dem letzten Ministerpräsidenten von Ungarn, wenn ich mich gut erinnere, hat der Stojatinic geheißen, der längere Zeit in Berlin gewesen ist als ungarischer Botschafter, und Pater König war zur selben Zeit in Berlin ungarisch-deutscher Seelsorger. So war er bekannt mit dem Ministerpräsidenten. Wir wurden nach 6 Wochen frei. Nachdem ich frei war, so bin ich gleich nach Budapest und habe mich persönlich bedankt bei unserem Landsmann Pater König, der heute in Amerika ist. Aber wie schon erwähnt, war die Ortsleitung nicht für meine Befreiung. So habe auch wenig Lust gehabt, nach Hause zu gehen. Aber als ich in Werbers am Bahnhof mir Gedanken gemacht habe, wohin jetzt, nach Hause oder zum Bruder Jakob, der damals in Werbers angestellt war am deutschen Gymnasium, er war auch Priester. So begegnete ich einem Landsmann, dem Bruder von Pater König, Schriftsteller Anton König aus Budapest, der auch glücklich war, als er mich frei gesehen hatte. Da bei ihm 2 deutsche Wehrmachtssoldaten waren, die nach Filipova gekommen sind, um den Hanfanbau und die Hanfausarbeitung zu besichtigen. Um ein Bild über den Hanfbau
und dessen Rentabilität zu bekommen. So hat Herr König mich gleich den zwei deutschen Soldaten vorgestellt, dass jetzt haben wir gleich den richtigen Mann getroffen, wo ein Hanfbauer ist und auch eine Hanfausarbeitung hat. Auf das erlaubte ich mir, mit dem Herrn nach Hause zu fahren. Als in Filipowa sind wir angekommen, so hat der Bruder von König an den Bahnstationen uns erwartet. Die zwei Brüder sind zusammengegangen und ich habe einen deutschen Soldaten hüben und den anderen drüben gehabt und ich bin in der Mitte gegangen, habe ein wichtiges Thema angeschlagen vom Hanfrösten, was den Herren interessiert war. So hat es den Anschein gehabt bei den Kulturbündlern, als hätte ich mich von den Deutschen losgekauft und die begleiten mich jetzt nach Hause. Da die Soldaten schon alles gehört haben, was sie interessiert, da meinten sie, den nächsten Tag in der Früh, wenn wir schon in der Reichenbatschka sind, so kaufen wir uns noch Lebensmittel für unsere Angehörigen. Leider mussten die armen Soldaten nicht, was sie für ein Fehlverhalten begangen haben, da sie mich vom Bahnhof begleiteten. Es war, als hätten sie einen Verbrecher aus dem Arrest befreit. So wurden die zwei Wehrmachtssoldaten behandelt in Filipowo. Der Herr Obmann Martin Leopold ließ die zwei Soldaten festnehmen und nach Neusatz, Novi Sad, zum deutschen Konsulat bringen. Einer von meinen Arbeitern an unserer Handfabrik sagte, der Obmann Martin Leopold hat öffentlich erklärt, dass er mich aus dem Weg schaffen wird, nachdem es die Gestapo nicht geschafft hat. Also wartete wieder nichts auf mich. Ich musste die Flucht ergreifen. So hat mich mein Schwiegersohn in den Wagen und das Wächterhäuschen geführt, wo ich mit Richtung Sombor in den Zug gesetzt habe, um das Weite zu suchen. In Sombor angekommen, wusste nicht wohin. So bin ich zum ungarischen Gendarmerie-Kommandanten gegangen um Rat. Leider, sagte er, sind uns die Hände gebunden und wir haben sie immer begleitet, solange sie hier waren im Sommer. Und bis Szeged mit Auto habe ich euer Auto begleitet, weil wir gut wussten, was die Deutschen mit euch vorhaben. Euch aus dem Wege zu schaffen, damit die anderen sich dann freiwillig melden zur SS. Da war keine andere Wahl, wie weiter flüchten, um damit man aus ihrem Auto kommt, da um diese Zeit nicht einmal das ungarische Gendarmerie-Kommando mich verstecken konnte. Einen letzten Versuch, neue Mitglieder zu rekrutieren, unternahm die SS am 26. September 1944. Meine Mutter und Großmutter wurden an diesem Tag gegen Mitternacht geweckt und von zwei SS-Männern abgeführt. Im Gemeindehaus wurden sie mit etwa 40 weiteren verängstigten Frauen eine Nacht um einen Tag festgehalten. Mit diesem Einschüchterungsversuch wollte man die Söhne und Männer der inhaftierten Frauen letztmalig zwingen, der SS beizutreten. Mit dieser Aktion endete die braune Terrorschaft in Filipowo. Die deutschen Truppen zogen sich Ende September, Anfang Oktober 1944 aus Jugoslawien zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte unser Ort 5.300 Einwohner. Gleichzeitig mit der deutschen Truppen verließ am 9. Oktober 1944 115 Familien mit etwa 500 Personen mit Pferd und Wagen ihren Heimatort. Mit dem deutschen Truppenabzug entspannte sich die Lage im Ort. Die Männer, welche sich bis dahin außerhalb der Gemeinde versteckt hielten, kehrten zu ihren Familien zurück. Mein Vater von einem Salasch bei Stara Morawica, mein Großvater aus Palitsch. Die ersten Partisanen und Russen sind am 21. Oktober 1944
in unser Ort einmarschiert. Es herrschte eine gespannte Ruhe und eine Unsicherheit über das Vorgehen der neuen Machthaber. Bereits am 25. November 1944 wurde den Dorfbewohnern klar, wie man sie behandeln wird. An diesem Tag wurden 212 Jugendliche und Männer von den Angehörigen der Kreinsker Brigada grausam erschlagen und hingerichtet. Unter den Toten waren auch mein Vater Franz Schmidt und beide Söhne meines Großeltern Philipp und Josef. Mein Großvater musste viele schwere Entscheidungen treffen und für seine Haltung und Charakterstärke dem damaligen Zeitgeist viele Nachteile einstecken und ertragen. Ich schaue mit tiefer Achtung und Bewunderung auf sein Leben. Seine hinterlassenen Zeilen geben uns Zeugnis an seinen Widerstand gegen das Unrecht des Nationalsozialismus und sein damit verbundenes Lebensschicksal. Danke, danke, dass ich Ihnen berichten durfte. Gibt es zu den beiden Vorträgen Fragen, Ergänzungen? Helmut? Ich würde gerne. Zum einen, glaube ich, sollte mal etwas klar sein. Sie haben immer von Kulturbund gesprochen. Das gilt für die Batschka. Im jugoslawischen Banat war der schwäbisch-deutsche Kulturbund eigentlich der konservative Teil der Bevölkerung. Das andere waren die Erneuerer, die wirklich der NS-Ideologie gefolgt sind. Also da sind die Nomenklaturen, die haben nicht so parallel gleichzusetzen. In Jugoslawien waren die Erneuerer, die sind in die deutsche Volksgruppe da eingebunden und das unter Sekianto und das waren dann die nazihörigen Leute. Und die gehen ja dann in den Volksbund und ganz über. Ab 41 war es ja dann der Volksbund. Ich habe ja vom Vati. Ja, der Volksbund. Wir haben ja immer noch. Wir haben die Mann. Ja, die Volk haben immer Kulturbund gesagt. Die drei Kulturbund. Nein, aber das soll man verwechseln. Unser Kulturbund war der Konservative bis 1939. Ja. Und dann kam die erneuerte deutsche Volksgruppe im jugoslawischen Banat. Aber ein zweites, da würde ich gern Auskunft bitten von Ihnen. Sie haben öfter mal jetzt von den Rekrutierungen gesprochen, ja, zur Waffen-SS, mehrere Stufen der Rekrutierung. Ja. Und da würde ich mich also, weil wir ja parallel auch Rekrutierungen hatten im jugoslawischen Banat, würde ich mich interessieren, also bei uns waren auch Werbungen für Freiwillige. Das war eine ganz, ganz geringe Anzahl. Die wurden von der SS gründlich körperlich, physisch geprüft, ob sie taugig sind, die mussten eine bestimmte Größe haben, bestimmte Sportlichkeit und so weiter. Mich würde interessieren, wie viel, wenn Sie das sagen können, wie viel von der Batschka sind denn da damals als Freiwillige angeworben worden? Und dann kamen die Zwangsrekrutierungen. Wie viele sind denn dort damals zur Reichsdeutschen Waffen-SS gegangen? Und wie viele zu Honved? Ja. Und die Zwischenfrage, sind Ungarn-Deutsche auch zu Prinz Eugen gekommen? Sie waren jetzt Ungarn-Deutsche, Philippo war, sind auch in der Prinz Eugen gewesen. Sie waren bei der Floria Geier. Das war eine Reichsdeutsche Division. Ich meine, das ist die Volksdeutsche Division Prinz Eugen. Wie viele sind denn da Ungarn-Deutsche zu mir gekommen? Ich war geboren worden für Sie. Es waren welche dabei, aber da kann ich Ihnen keine genauen Auskünfte geben. Die waren in verschiedenen SS, Waffen-SS. Das waren hauptsächlich reichsdeutsche Divisionen, die geworden waren. Also ich nehme an, dass ein nur sehr geringer Prozentsatz zur Waffen-SS Prinz Eugen gegangen ist. Da um die Beine eingesetzt. Die waren hauptsächlich Banater, die Prinz Eugen. Ja, die Banater, und zwar die jugoslawischen Banater und die rumänischen Banater. Und die Siebenbürger zum Teil. Der Anführer Flex war ja ein Siebenbürger. Weil Sie nach den Verhältnissen für die ganze Honnet und zu den deutschen Truppen, ja, also es gibt keine genaue Zahl, aber Dr. Wildmann meint, es waren etwa 10-15%, die bei der Honnet gedient haben.
Alle anderen waren bei der deutschen Wehrmacht oder bei der Waffen-SS. Es gab auch viele Leute, die bei der Wehrmacht waren. Und zwar solche, die im Reich gearbeitet haben und dort sofort rekrutiert wurden. Das waren auch etwa 10-15% waren bei der Wehrmacht. Es interessiert mich, dass das Verhältnis Waffen-SS und Honved. Da habe ich gehört, dass viele unserer Volksdeutschen lieber nicht zur Honved gegangen sind, sondern zur Waffen-SS, weil sie gesagt haben, die haben eine weit bessere Waffen, dann können wir unser Leben viel besser retten. Denn die Honved ist also schon ein bisschen eine altmodische, noch nicht so gut ausgerüstete Wehrmacht oder Division. Ist da was dran an dieser Behauptung? Also das habe ich oft schon gelesen. Dieses Argument hat weniger erzählt, sondern es hat geheißen, bei der Honved wird man als Deutscher verunglimpft. Das war also der Grund, warum wir nicht so unsinnig haben. Wir sind Deutsche und Deutschland ist unser Mutterland und unser Mutterland ist in Gefahr. Das hat man den anderen Jahren Bauern erzählt und das haben sie auch geglaubt. Und wir müssen dem Mutterland helfen. Ich kenne ja aus der früheren Zeit, wo man auch liest, dass die Ungarn in der Zeit der Marginalisierung gesagt haben, du dreckiger Schlau. Also, wenn man das weiß und im Ohr hat, könnte man sich vorstellen, warum die nicht zur Honved gehen. Ja, lieber zur Waffen-SS. Also die Marginalisierung hat in vielen Bauern nicht gewirkt und von daher, die waren immer gegen die Marginalisierung. Das war auch ein Grund, warum man sich nicht zur Honved hingezogen fühlte. Danke, bitteschön. Da war noch eine Wortmeldung von Herrn Staud. Ich wollte nur sagen, es sind eigentlich alle gezogen worden. Alle. Mein Onkel gehörte auch zu dieser Gruppe, konnte sich drücken, weil er der einzige Mann war in dem großen wirtschaftlichen Hof. Er sagte, wenn ich nicht mehr da bin, wer soll den Hof bewirtschaften? Es sind nur noch 6 Frauen da. Das geht nicht. Er ist der einzige, der Traktor fahren kann. Und so konnte er sich freihalten bis zum 3. Oktober. Und welches Jahr? 44. 3. Oktober. 3, 4 Tage vor der Flucht. Und dann ging es nicht mehr. Ich weiß das noch. Wir haben das beobachtet. Wir haben Familienfotos noch aus dieser Zeit, wo er sehr bedenklich schaut. Wir wussten, es ist sehr, sehr kritisch. Der Druck ist ungeheuer. Und dann ging es nicht mehr. Und ich habe nur eine Frage gemacht. Wie hieß diese komische Division, die da zusammengestellt wurde? Anja. Eine bosnische Division. Bosnische Division. Ja. Die hat auch den Spitznamen Kukuruz-Division gehabt. Es gibt ein Buch darüber von einem Ungarn. Das habe ich eingesehen. Und über den Kampf, der dann geführt wurde von jenseits der Donau, wo die ein paar Wochen lang kämpften, bis sie nach Österreich gebracht, also vorhin nach Österreich gebracht wurden, um sehr gut ausgerüstet zu werden. Und dann ist diese Division so gut ausgebildet worden, dass sie im März 1945 wurden die mit Zug bis Schlesien gebracht und wurden eingesetzt, um Breslau zu befreien. Mein Onkel hat vor Breslau fast gekämpft und die Stadt, dann kam die Kapitulation. Wir haben Breslau fast freigeschlagen. So gut waren die ausgerüstet. Ja, aber das war also dann ein letzter vergeblicher Kampf. Ja, Herr Wolf, glaube ich, Sie hatten zuerst. Also ich will eigentlich was anderes wissen. Und das ist wahrscheinlich die Referenten ja nicht antworten können. Wie wurden also die Zwangsrekrutierung später, das haben wir jetzt gehört, das wurde mit viel Druck und Gewalt durchgeführt. Wie wurden denn diese am Anfang diese freiwilligen Rekrutierungen durchgeführt? Also gab es da Rekrutierungsbüros? Gibt es zum Beispiel da Akten? Gibt es Beamte oder Leute, die da angestellt oder zuständig waren, diese Rekrutierung durchzuführen? Oder, ja, also
Mindestens müssen ja die Personalien von den Leuten irgendwie aufgenommen worden sein. Und möglicherweise gibt es ja auch dazu. Und das würde mich mal interessieren. Ja. Helmut, wolltest du darauf hinzunehmen? Ja, wenn ich niemand anders antworte, ich kann das aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, weil ich war gut befreundet mit der Gemeinde, der bei der Freiwilligen SS damals rekrutiert wurde, freiwillig rekrutiert wurde. Es war schon vor dem Einmarsch der Deutschen 1941, also schon 1940, weil die jugoslawische Regierung sehr befreundet war, damals Vojinović mit der Reichsregierung, hat es einzelne Gruppierungen, nicht Verwaltungsbürohengste oder so, sondern es waren Soldaten aus der SS, aus dem Reich, die hatten die Erlaubnis, im jugoslawischen Bereich rumzureisen und zu fragen, wer meldet sich denn freiwillig, wer ist denn sportlich genug, sich zu, denn es gab damals die SS eine Eliteeinheit, noch nicht die Waffen-SS. Die Waffen-SS gibt es erst seit 1942, die dann hauptsächlich als Kanonenfutter im Krieg eingesetzt wurde. Aber die wurden so mehr oder weniger zur SS, zur alten SS, zur Elite-SS eingezogen. Und diese Freiwilligen, bei uns in Bernard, also in meiner Stadt Weißkirchen, waren es zweimal, glaube ich, waren es Rekrutierungen, schon 1940 und schon 1941 dann, als die Deutschen einmarschiert sind, gab es nochmal so eine Rekrutierung. Und da waren natürlich Jugendliche, 18, 19, 20 Jahre, begeisterte Sportler, die haben gesagt, Mensch, ich bin gut drauf und so, da mache ich mal mit. Und die ließen sich rekrutieren. Die kamen vor, wie es im Film oft erscheint, wenn junge Leute rekrutiert werden, da sitzt also ein Arzt im weißen Kittel und dann sitzt ein Feldwebel da und ein Offizier und die schauen sich den Burschen an, dann wird er gemessen und so weiter und dann werden seine Muskeln geprüft und so weiter und seine Gesundheitsdokumente vielleicht durchgeschaut. Tauglich, nicht tauglich. Und der da gab es dann schon richtige Rekrutierung. Richtige Organisation, Rekrutierungsorganisation. Büros. Selbstverständlich. Also in der ersten Phase eher nicht. Das war nicht und der Fähig und dann noch ein zweiter, den ich gut kenne, die sind beide schon tot, haben sich damals gemeldet und dachten, jetzt kommen sie zu irgendeiner sportlichen Elite-Truppe und da sehen sie was. Meistens waren es Bauernkerle mit 6, 7 Geschwistern und keine Berufsaussicht und da waren eine tolle Karriere zu machen. Also haben sie die deutsche Staatsbürgerschaft gewinnen will. Und die deutsche Staatsbürgerschaft kriegen sie auch noch, ja. Und da ist er dann 1941 schon, bevor noch 1942 die Prinzip Eugen aufgestellt wurde, sind die Leute nach Prag gekommen zur Ausbildung. Und da zieht jetzt dann das Zitat, das ich gesagt habe, ich reiße euch den Arsch auf, ihr Schlafbäuche, wenn ihr nicht ordentlich turnen könnt und so weiter. Und da sagt der Ferien zu mir, da sind mir erst die Augen aufgegangen, was das für ein Verein ist. Mein Gott, wie streng und wie teuflisch brutal sind denn diese Leute. Also da haben sie dann in Prag, wo sie ausgebildet wurden, und zwar geschleift wurden, ne? Schon im Hinblick auf die Ostfront wahrscheinlich. Da hat er gemerkt und da hat er gesagt, ja, da konnte ich nicht mehr aus. Aber der andere, der Mokrache, wahrscheinlich irgendwelche Urahnen gehabt, auch ein Weißkirchner, dem ist es gelungen, zu fliehen, zu entkommen, wie auch immer, und er hat überlebt. Also es gibt ja so viele Einzelfälle in der Geschichte, dass man eigentlich oft eine Generalvision gar nicht machen kann. Man sagt ja doch, und der Ferdi hat es auch gesagt, es war schwer da zu entkommen, wenn du da drin bist. Und da hieß es, deine Ehre ist Treue. Deine Ehre ist Treue. Ja, solche Machtsprüche, ne? Ja, und dann habe ich halt mitgemacht und dann ist er an die Ostfront gekommen und jetzt in der Nachkriegszeit, wo ich oft mit ihm auf den Weißweg gegangen bin, hat er wirklich eine riesige Gesichtsverwundung in Russland mitgekriegt und ist dann eigentlich nicht mehr fronttauglich gewesen. Das hat er dann gehabt von seiner freiwilligen Begeisterung. Also es waren bürokratisch organisierte Trupps, die durchgereist sind und die Leute physisch geprüft haben, vielleicht auch moralisch geprüft haben, ob er
standhaft ist und charakterlich fest ist und so. Und man muss schon sagen, wir haben wirklich nur die besten Leute gehabt. Und ich weiß auch von anderen, die nicht genommen wurden, die todtraurig waren und die auch in unserer Volksgemeinschaft so angeschaut wurden, ah, der hat nicht getaugt. Der hat nicht getaugt, der war nicht so gut. Irgendwie, also ob das ein Gericht ist oder ob das tatsächlich auch so stattgefunden hat, wurde mir schon mal angedeutet, dass viele Volksdeutsche auch dann zum Dienst in den KZs herangezogen wurden. Ja, das war ja am Ende des Krieges. War am Ende des Krieges, da wurden viele von der Waffen-SS zur KZ-Bewachung nach Polen geschickt. Ich nehme an, vom Russland-Einsatz gleich dorthin. Und wenn die gesagt haben, soll ich in Russland meinen Kopf hinhalten oder lieber im KZ-Wachdienst machen, dann haben die gesagt, machen wir lieber Wachdienst. Und ich habe eine Amerikanerin, weil ich sehr viele amerikanische Akten für die Regionalgeschichte auch gearbeitet habe, da haben die in Niederfels bei uns in Niederbayern, haben sie 3 oder 4 solche KZ-Wachleute in Gefangenschaft gekommen und die Amerikaner haben ja alle ausführlich gefragt. Und da haben sie auch diese Wächter befragt und die Amerikaner schreiben also in ihren Protokollen, es waren recht unintelligente, dümmliche Kerle, die da befangen wurden. Das würde ja dem dann widersprechen, dass da die kräftigen... Nein, das waren die Waffen-SS. Ich spreche jetzt von den Waffen-SS, nicht von der Elite-Truppe. Elite-Truppe war 40-41. Dann war es zu Ende. 1942 ist die Bringzeug gegen Waffen SS aufgestellt worden. Das waren zwangsmäßig Volksdeutsche. Und die KZ-Leute sind von diesen Zwangsrekrutierten genommen worden. So sehe ich das. Ja, möglich. Ja. Weitere Fragen? Einwürfe, Ergänzungen? Letzte Frage: Ist das irgendwo systematisch dargestellt, die Zwangsrekrutierung? Die Zwangsrekrutierung? Überhaupt diese Rekrutierung in den einzelnen Phasen. Ja, Thomas, was bei Casagrande vielleicht, kann man das sagen? Ja, schon. Also in gewisser Hinsicht ist es ja ein Standardwerk, was ihm da gelungen ist. Also wenn man einfach die historischen Fakten rauszieht. Nur eine etwas einseitige Darstellung, das muss man hinzufügen. Meine Güte. Ja. Ja, also auch der Bildmann, als darüber geschrieben. Der Bildmann, ja. Naja, also ich nur aus der Geschichte. Da findet man eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist, ich meine, der Bildmann ist nicht politisch motiviert. Also der Bildmann ist sehr, sehr neutral. Wenn man den Bildmann durchliest, ich denke, dann bekommt man ein sehr objektives Bild. Der von Casagrande, ich denke, der ist schon ein bisschen angehaucht, oder? Der kommt aus der Frankfurter soziologischen linken Szene. Das kannst du dir vorstellen, was der schreibt. Ja, das ist mein, also wenn man wirklich. Aber er beruht, will man, aber er führt Belege an, er führt Akten an. Aber er generalisiert alles. Und das stimmt so nicht. Genau. Also wenn man was Objektives lesen möchte, würde ich den Dr. Wittmann draußen sitzen, aber liegt auch noch aus, ne? Meinst du den Leidensweg? Also den Leidensweg oder seine Geschichte? Ja, die donauschwäbische Geschichte. Ja, die donauschwäbische Geschichte sind jetzt ja auch vier Bände. Das ist Selbstbehauptung, dass ich fand. Er müsste Band 4 wahrscheinlich lesen. Band 4. Band 4 ist es ja. Ja. Ja, meine Damen. Ich kann nur im Register nachgucken, da finden Sie einiges. Ja. Wir hätten jetzt ja eigentlich Kaffeepause. Ich wollte Ihnen aber den Vorschlag machen. Lassen Sie uns vorher die Tagung beenden. Dann mache ich jetzt so eine kurze Revue, lasse alles Revue passieren und sage ein kleines Schlusswort dann noch. Dann sind wir fertig und dann können wir uns entspannen. Wenn Sie einverstanden sind. Ja. Da wird ja Grünholz auch noch ein bisschen was. Ach so, ja. Das letzte Grußwort, aber. Ach so, das kommt dann nach mir noch? Okay, oder vorher? Das weiß ich nicht, ja. Vielleicht müssen wir vorher. Ich bin mal auf den Kopf. Zusammenfassung und dann Schlusswort von eigentlich sollte das unser Herr Vogler machen, unser Vorstandsvorsitzender. Und der ist ja nun, wie gesagt wurde, auch verhindert jetzt auch. Und deswegen würde das Herr Kollenhäuser dann für ihn sozusagen übernehmen. Aber mach du erstmal die Zusammenfassung. Okay. Der ist schon da, aber der wartet noch ein bisschen. Das ist klar. Okay, ich wollte stichpunktartig ganz kurz auf die Sachen eingehen, die wir alle hatten.
Wir hatten inhaltsreiche Grußworte von Frau Christine Chaya, von Hausherr Raimund Haser und von Erzbischof Robert Zollitsch, wobei das Letztere eigentlich schon selbst ein Beitrag zur Thematik war, wenigstens in komprimiertem Ansatz. Das erste Referat von Hans Berge ist ausgefallen. Wir haben zwei Texte von Ines Suk lesen lassen. Das erste war ein Romanauszug, Wiederkehr der Wölfe, wo er autobiografisch und doch dichterisch darstellt, wie er damals sich auflehnte gegen die Rassentheorie der Nazis. Und wir hatten ein Porträt über den Widerstandskämpfer und Journalisten Fritz Klein, der fähig war, Hitler zum Toten zu bringen, zum Weißblut zu bringen, und Hitler sich gezwungen sah, ihn umbringen zu lassen. Wir hatten dann ein Referat von Thomas Dapper. Er hat eine differenzierte Einleitung geliefert, wo er die ganze Vorgeschichte geschildert hat und die wissenschaftliche Methode sehr gewissenhaft auseinandergesetzt hat. Und er kam dann auf das Thema der Deutschen bei den Partisanen und deren Rollen. Er hat Namen genannt und auch deren Verhalten beispielhaft erwähnt. Und er hat, wenn ich mich richtig erinnere, die Zahl zwischen 1373 Partisanen und Partisaninnen, wenige weibliche, und bis gegen 5000 genannt. Ist das so richtig? Kann man so lassen? Das ist ja nur äußerst eine Frage. Okay, aber ich darf so sagen. Gut. Dann hatten wir von Helmut Staudt aus Geiberg eine Darstellung des Prozesses und Widerstandes aus den Reihen der evangelischen Kirche, zunächst in der Slowakei und dann in Jugoslawien. Er hat besonders die Figur von Philipp Popp hervorgehoben und die von Ludwig Wolf. Dann hatten wir eine Soiree am Abend mit wunderschönen Stücken aus Südosteuropa und von Richard Strauss. Muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir hatten von Wilma Schnichels ein wunderschönes Referat über die katholischen Donauschwaben in der Batschka und deren Widerstand, vor allem dargestellt an deren Kopf, der Figur von Adam Behrens und dessen Zeitschrift Die Donau. Helmut Erbert hat uns die Erfahrung eines Zeitzeugen nahegebracht über die multikulturelle Widerständigkeit in der deutschen Bevölkerung des Westbanats. Und er hat einen Begriff aufgebracht, nämlich säkularen Widerstand, den er nachher dann ein kleines bisschen noch ergänzt hat mit dem Begriff innere Emigration. Wir hatten dann von Dr. Kati Gaidos-Frank zugeschaltet aus Budapest eine Darstellung des Widerstandes aus den Akten der Staatssicherheitsdienste in Budapest. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der Widerstand in Ungarn vor allem aus individueller Motivation entstanden ist und dennoch die einzelnen Figuren strengstens verfolgt und verhaftet wurden. Adam und Agnes Kupferschmidt, ich könnte jetzt natürlich noch mehr darüber sagen, aber in aller Kürze. Adam und Agnes Kupferschmidt haben dann schließlich eine Darstellung geliefert, was sich in der Großgemeinde Filipowa in der Batschka abgespielt hat in den Jahren zwischen 1942 und 1944, als die Waffen-SS versuchte, Zwangsrekrutierungen durchzuführen, ich glaube drei an der Zahl, und was dann geschah in der Verweigerung der Bevölkerung, die einfach das nicht über sich ergehen lassen wollte,
und zu ihrem katholischen Glauben stand, was dann Reaktionen hervorrief mit blutigen Misshandlungen. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmer, Sie haben so lange Druck gehalten. Ich spreche jetzt auch diejenigen an, die über Echtzeitübertragung dabei waren oder sind. Wir sind am Ende unserer Tagung angelangt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. Ich hoffe, dass Ihre Erwartungen nicht enttäuscht wurden, auch wenn wir diese Tagung durch die Corona-Pandemie unter Einschränkungen in kleinem Kreis abhalten mussten und herbe Ausfälle verkraften mussten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Sie, ebenso wie ich, neue Erkenntnisse gewonnen haben. Einige Fragen sind beantwortet worden, viele andere jedoch sind offen geblieben oder neu aufgeworfen worden. Wir haben neue Problemfelder vor uns. Vielleicht hat Sie eine nie gekannte leidenschaftliche Wissbegier zu diesem Themenkomplex gepackt. Sollte es uns gelungen sein, die Forschung zum Thema dieser Tagungsreihe zu intensivieren, die Forschung zum Thema dieser Tagungsreihe zu intensivieren, den einen oder anderen Historiker zu ermuntern, sich des längst nicht ausgeschöpften Themas anzunehmen, hätten wir viel erreicht. Die Referenten haben in mancherlei Aspekten wissenschaftliches Neuland betreten. Ein Tagungsband soll ihre Ergebnisse zugänglich und nachvollziehbar machen. Doch unsere Wissenslücken über den Widerstand in all seinen Formen und Facetten sind gewiss immer noch größer als die gesicherten Erkenntnisse, die wir uns mit allen drei Tagungen erarbeiten konnten. Auch nach über 7 Jahrzehnten, die uns mittlerweile von jener Bedrängnis und Gewissensnot trennen, die vielfach Auflehnung und Verweigerung, Opposition und aktiven Widerstand hervorriefen, auch nach so langer Zeit ist es nicht zu spät, sich damit zu beschäftigen und Licht in das Dunkel zu bringen. Schon deshalb, weil wir beim Differenzieren unseres Geschichtsbildes Mut und Standhaftigkeit und Charakterfestigkeit dieser Menschen respektieren und ehren lernen. Aber auch deshalb, weil ihre Haltung alles andere als ein Schandfleck für uns ist. Sie können uns vielmehr Vorbild sein. Für Zivilcourage, für tapferes Festhalten an eigenen Überzeugungen, für die unerschrockene Verteidigung der Menschenwürde in den Anfechtungen der Gegenwart. Nun danke ich Ihnen im Namen der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen und des Hauses der Donauschwaben für Ihr Interesse und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie unserem wichtigen Thema treu. Kommen Sie gut wieder nach Hause und bleiben Sie gesund. Lieber Herr Tippert, auch in meinem Namen als Geschäftsführer der Kulturstiftung möchte ich Ihnen nochmals herzlich danken für die tolle Vorbereitung und Durchführung dieser zeithistorischen Fachtagung. Mein Dank gilt natürlich auch allen Referenten, die heute und gestern vorgetragen haben. Und ein ganz besonderer Dank natürlich auch an Frau Gaidos Frank, die aus Ungarn zugeschaltet war. Mit der heutigen und gestrigen Tagung geht eine Veranstaltung, eine zeithistorische Fachtagung zu Ende, die auf 3 Jahre angelegt war. Und darin zeigt sich auch die wissenschaftliche Stärke und Bedeutung der Kulturstiftung. Ist sie doch nicht geografisch auf ein Gebiet beschränkt, sondern Grenzüberschreitung verfolgt sie zeithistorische Zusammenhänge, Verflechtungsgeschichten
und zeigt grenzüberschreitend das deutsche kulturelle Erbe im Osten Europas auf. Es freut mich sehr, dass Corona-bedingt trotz alledem, Sie haben es schon gesagt, Herr Tippert, im kleinen Kreis diese Fachtagung durchgeführt wurde. Wir haben sie online gestreamt und auch im Nachgang wird diese Tagung auf dem YouTube-Kanal der Kulturstiftung abrufbar bleiben. Und zusätzlich natürlich wird auch noch in einem wissenschaftlichen Fachverlag ein Tagungsband erscheinen. Ich hoffe sehr, dass die Corona-Situation es zulässt, dass auch unsere weiteren wissenschaftlichen Tagungen stattfinden werden, vielleicht jedoch Corona geschuldet in einem reinen Online-Format beziehungsweise in Form einer Referententagung. So steht auf unserem Programm der Kulturstiftung am 20. und 21. November eine wissenschaftliche Fachtagung zum literarischen Leben in Danzig. Am 3. und am 4. Dezember hingegen eine Fachtagung zur mittelalterlichen Geschichte und Architektur Livlands. Auch diese Tagungen werden wir online streamen und im Nachgang werden sie auch weiter für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein. Denn das ist von großer Bedeutung, wenn wir diese wissenschaftlichen Fachtagungen durchführen, auch unsere wissenschaftlichen Ergebnisse in eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Und damit tragen die neuen Medien auch entscheidend dazu bei. Die Kulturstiftung, ich hatte es an meinem Grußwort gestern schon gesagt, hat neben der wissenschaftlichen Kernaufgabe, die sie seit Jahrzehnten ausfüllt, neue Aufgabengebiete hinzubekommen, nämlich die Unterstützung der eigenständigen Arbeit, der eigenständigen Kulturarbeit. Und in diesem Rahmen wird die Kulturstiftung auch noch Workshops anbieten. Ich hoffe natürlich auch bei diesen Workshops unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Situation es zulässt und Präsenz natürlich dann auch nur unter strengen Hygienemaßnahmen. Sie haben mir bereits am 21. und 22. Oktober in Nordrhein-Westfalen, in Königswinter, einen Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit werden wir anbieten, wo es darum geht, wie kann man effektiv und nachhaltig die sozialen neuen Medien, sei es Facebook, Instagram und weitere soziale Medien in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit bedienen, aber natürlich auch in der klassischen Pressearbeit, wie man Pressemitteilungen richtig verfasst. Darüber hinaus haben wir ja auch seit Mai diesen Jahres eine Beratungsstelle für die Heimatsammlungen angesiedelt an der Kulturstiftung mit der Frau Altenhoff, die auch daneben noch den Bereich der Kunstgeschichte ausfüllt. Hier soll am 3. und 4. November ein Workshop für Betreiber von Heimatsammlungen stattfinden, wo es auch um die Bereiche geht, Inventarisierung, Digitalisierung, aber auch, wie kann man die Königsdisziplin am besten zur Geltung bringen, nämlich dass die Heimatsammlung vor Ort auch für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt. Und last but not least, ein Workshop noch ebenfalls in Haus Schlesien, gleich im Anschluss am 5. und 6. November, wo es um finanzielle Förderungen geht. Auch hier wurde eine neue Beratungsstelle bei der Kulturstiftung angesiedelt, wo insbesondere natürlich die kleineren Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit sich hinwenden können, um ganz einfach auch mal da Hilfestellung zu erhalten, sei es in Form bei der Antragstellung, aber auch bei dem Verwendungsnachweis. In diesem Sinne möchte ich mich nochmals bei allen Planern, Veranstaltern, ganz besonders natürlich
bei dem Team vom Haus der Donau Schwaben bedanken für diese vorbildliche und tolle Vorbereitung hier. Ich wäre sehr, sehr, sehr gerne dabei gewesen, aber ich hoffe, dass es die Corona-Situation bald auch mal zulässt, dass ich dann auch persönlich in Sindelfingen vorbeikommen kann, um mir das Haus der Donau Schwaben dann auch nochmals persönlich anzusehen. In diesem Sinne danke ich nochmal allen recht herzlich. Ich wünsche allen Teilnehmern und Teilnehmern an dieser zeithistorischen Fachtagung einen guten Nachhauseweg und vor allem natürlich bleiben Sie gesund und nochmal ein herzliches, großes Dankeschön seitens der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen.